Guten Morgen. Na, wie geht's ihm denn heute? Och. Vier frische, warme Brötchen macht 1,72. 100 leckere Croissants, 1,61. 3,33. Hallo und herzlich willkommen bei den Schnapszahlwissern. Die Schnapszahlwisser, das sind der Arne. Ja, moin, Tag. Ach, die Dose ist noch gar nicht offen. Der Matthias. Und ich dachte, 333 wäre nur halb böse wie 666. Ja, soll ich es noch kurz erklären, oder? Nee. Und ich bin der René, bevor du was erklärst. Ja, wir reden heute über Schnapszahlen. Er macht sich die Dose auf, Apfelwein, Cola. Willkommen bei Kasse 333. 111. Mann, ich doch. Was ihr da gehört habt, das war ein kleiner Comedy-Gag aus der Nachtschicht. Das war ein WDR-Comedy-Programm, glaube ich. Und da ging es halt darum, irgendwie ein schlecht gelaunt oder ein müder Mensch geht morgens immer in die Bäckerei und eine engagierte Verkäuferin hat ihm immer irgendwas verkauft und es endete immer damit, dass er irgendwas kaufte, was auf Schnapszahl endete. Also ja, sehr lustig. Sucht's mal bei YouTube. Großartig. Fritz Ekenga ist sowieso großartig, aber den kennt ihr wahrscheinlich. Wieso bin ich eigentlich der Einzige, der bei 111 nicht an eine Schnapszahl denkt, sondern an, hey, 111, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, kenn ich auch. Okay, ich bin halt dann doch noch eine andere Generation. Ich hab's schon verstanden. Aber lasst uns jetzt mal lieber zu den René erklären, worum es heute geht. Ja, genau. Wir wollen über Schnapszahlen, über Schnaps, über Biere in Schnaps, Spiele mit Schnapszahlen, über Spiele mit Alkoholthema oder zum Trinken. oder über Cola in der Büchse. Nee, Apfelwein-Cola. Da trinke ich lieber einen Schluck Met zu. Warte nun, Met so oder Mezzo? Nee, Met. Auch nicht Met. Ich trinke kein Met. So, falls so. Der Arne jetzt wieder auf Ideen kommt. René wohnt doch in der Nähe von Mettmann. Oder ist das Metmann? Kann man Met trinken? Das isst man doch mit Zwiebeln. Oh, Feier. Feier. Nee, Met isst man nicht. Met isst man nicht. Met isst man nicht mit Zwiebeln. So. Natürlich. Nein, einfach so. Salz und Pfeffer, fertig. Ja, das ist. Nein, mit Zwiebeln, damit das Großraumbüro auch da was davon hat. Ihr Barbaren. Ich sehe schon. Wir sind wieder abends unterwegs. Immer. Von daher unterbrechen wir das Ganze und der Arne darf einfach mal mit der Spielevorstellung beginnen. Ach, jetzt schon? Ja. Ich habe was heute wieder was mit. Die Würfel klappern. Ach, die habe ich in eine Tüte gepackt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auf Dackel stehe. Ich habe dies Jahr aber keinen Dackelkalender. Oder habe ich einen? Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe keinen. Ist ja ein neues Jahr. Sonst habe ich immer einen Dackelkalender. Ich habe auch einen Dackelstatue in meinem Spielregal stehen. Eine Statue nicht, aber so ein kleines Ding. Und Ravensburger hat sich jetzt erdreistet, ein Spiel rauszubringen, was Dackel drauf heißt. Und das bei mir sprangen natürlich wieder alle Sinne an und ich musste dieses Spiel mir besorgen. Ich möchte über das Spiel Dackel drauf reden. Dackel drauf ist ein Spiel, was wieder einen bekannten Mechanismus, nämlich Memory, wieder irgendwie aufgreift und irgendwie wieder neu verpackt. Es geht nämlich darum, jeder Spieler hat 18 Handkarten insgesamt, mit jeweils, wo halt 9 Tierarten drauf sind, also von jeder Tierart, also von jedem 2. Und dann geht es darum, von diesen 18 Handkarten sich 10 auf die Hand zu nehmen. Diese Karten nimmt man auf die Hand, darf sie nicht umsortieren, mal wieder. Wir kennen das ja von, wie was? Krass kariert war das, ne, Matthias? Krass kariert. Genau, da durfte man ja auch nicht umsortieren, Bonanza durfte man nicht umsortieren, denn dieses Umsortieren, also normalerweise steckt man ja denn die Tierarten, würde man sich in Gruppen zusammenstecken, ist nicht. Das heißt schon der erste Schwierigkeitsgrad. Da versucht man sich halt diese Handkarten zu
merken. Jetzt geht es darum, es gibt halt, wie viele Würfel sind das? Verdammt, 15. 15 Würfel in dem Spiel mit verschiedenen Tiersymbolen, die halt auf den Karten drauf sind. Diese Würfel liegen in einem Karton oder in der Schachtel und die werden halt gewürfelt und dann bleiben die da drin liegen und der Startspieler darf dann irgendwann, wenn er meint, dass jetzt genug ist, den Deckel drauf machen oder halt, wie es in der Anleitung steht, den Deckel drauflegen. Also man sieht diese Würfel dann nicht mehr. Vorher hat man seine Handkarten übrigens zur Seite gelegt, also verdeckt weggelegt. Dann, die werden dann später erst wieder aufgedeckt. So, und jetzt geht es darum, man nimmt die Handkarten wieder auf und dann geht's los, der Startspieler. Jetzt muss man halt sich erinnern, welche Tiere sind in dieser Schachtel jetzt angezeigt. Also, wenn du halt ein Schaf siehst, legst du halt, oder wenn du denkst, es lag ein Schaf drin, sagen wir es so, weil die Schachtel ist ja zu, legst du eine Schafkarte. Dann legt der nächste Spieler einen Hund und so weiter und so weiter. Bis alle gepasst haben, weil irgendwann kann man sich das nicht mehr merken. Oder mir geht's so. Ich vielleicht hätte es nochmal mit der Tochter spielen sollen, vielleicht kann die das besser, aber. Und dann geht es halt darum, irgendwann, dann wird, wenn alle gepasst haben, wird der Deckel wieder hochgenommen und es wird auf jede Karte, die richtig ist, also nach der Reihe, beim Startspieler wieder beginnend, ein Würfel draufgelegt. Und wenn das stimmt, alles super. Wenn das stimmt, wenn das nicht stimmt, also wenn halt eine Hundekarte dort liegt, ist es kein Hundewürfel mehr drin, schlecht, dann muss nämlich dieser Spieler alle Karten, die von seiner Farbe in dieser Reihe liegen, wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, er wird die nicht los. Also, wenn eine nur falsch ist, muss er alle hochnehmen. Und die alle anderen, die richtig haben, dürfen ihre Karten ablegen, ziehen wieder auf 10 neue Handkarten und versuchen halt weiter ihre Handkarten loszuwerden. Das ist jetzt grob das Spiel. Es gibt noch ein paar Sonderkarten. Wenn man halt was weglegt, dann darf man so eine Sonderkarte nehmen. Da gibt es dann noch so ein paar Gemeinheiten. Aber Dackel drauf ist, hat mich wieder fasziniert, weil halt, wie gesagt, Memory ist da drin, aber halt schon wieder in so einer anderen Form, so wie das Memoir auch gemacht hat. Wir nehmen einen Mechanismus, verändern ihn ein bisschen und machen dort ein lustiges Spiel draus. Es ist halt, man denkt sich halt, es ist halt super einfach, aber du hast halt die Schwierigkeit, du darfst diese Handkarten ja nicht sortieren. Das heißt, es steckt ein Hund links, es steckt ein Hund rechts, es steckt ein Hund in der Mitte. Nee, man hat nur zwei Hunde, aber ihr versteht, was ich meine, dass man dort schon ein Chaos auf der Hand hat, dann sind diese Würfel halt noch Chaos. Und dann ist es ja so, man versucht sich ja die Würfel zu merken, muss dann aber ja noch mitzählen, wenn diese Reihe gebildet wird von den Spielern. Denn okay, der hat da schon einen Hund gelegt, das heißt, ich muss wieder einen Hundewürfel abzählen im Kopf. Und das ist dann echt so, hui. Also wir haben es halt ohne die Kinder gespielt. Und ich habe auch gesagt, wenn jetzt die Kinder um uns herum hüpfen würden, würde dieses Spiel bei mir nicht funktionieren. Das, da hätte ich den alt ausgesehen. Aber super Spiel. Auch, ich glaube auch, schönes Kinder. Ich gucke gerade auf wie viel Jahren. Ab 8, ja. Ich muss es echt mit meiner Tochter jetzt nochmal spielen, was sie dazu sagt. Das ist schon als Familienspiel. Ja, ja, ist auch, glaube ich, sehr. Also ich mochte das. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr das verstanden? Ja, ne? Ja, das klingt etwas komplizierter, ja, als ich es dachte. Wieso? Was ist denn daran kompliziert? Na, ich dachte wirklich, dass es noch weniger hat, aber. Ja, du wirfst, also Handkarten hoch, du bist halt so ein bisschen, wenn du die Hand, du hast ja nicht immer alle Tiere zur Verfügung, weil du ja die Handkarten ziehst. Das heißt, wenn irgendwie drei Schafe da liegen und du hast keine Schafkarte auf der Hand, dann ist halt schlecht, dann hast du halt Pech gehabt. Das war zum Beispiel bei mir so, am Ende hast du manchmal nur noch zwei Karten auf der Hand. Es geht halt darum, die Karten halt loszuwerden und wenn du dann halt irgendwie einen Hund und einen Hasen irgendwie auf der Hand hast und wird kein Hund und kein Hase gewürfelt, dann kannst du die Runde halt nicht mitbieten. Dann funktioniert es nicht. Du könntest es natürlich hinlegen, um eine Sonderkarte zu bekommen. Naja. Das sind dann schon wieder Advanced-Regeln, aber hat mir gut gefallen. Schönes kleines Spiel. Dackel drauf von Carlo A. Rossi. Wir hatten ja letzte Sendung ja auch über das Ab in die Tonne geredet, das ja von ihm ist. Der hat jetzt ja auch bei dieses, ich glaube bei Abacus ist das, dieses Alle Mann an Bord oder sowas, wie heißt es? Wer war in Nürnberg?
das große Spiel von Abacus. Ja, alle Mann an Bord. Irgendwas mit alle an Bord, genau. Alle an Bord, genau. Das ist, glaube ich, auch, das ist auch von ihm. Werde ich mir auch den wahrscheinlich nochmal anschauen. Ich bin neugierig. Aber das war jetzt, wie gesagt, Dackel drauf, Carlo Rossi, Ravensburger. Illustrationen, kann ich ja mal kurz gucken, steht da irgendwas? Marek Blaha, habe ich auch schon mal gehört. Sehr schön. Design. Ja, schön. Dann komme ich mal jetzt, wechseln wir zum anderen Spektrum der Spiele. Ja, ich glaube, weiter weg geht's heute nicht, oder? Schon ein gutes Stück. Ja, schon, nicht nur heute, schon sonst, ansonsten auch sehr schwierig. Aber wahrscheinlich kommen wir mit dem Anzahl der Würfel, die man wirft, oder so oft, wie man wirft, recht nah aneinander ran. Und zwar kommen wir jetzt wieder zum vom Arne so geliebten Genre Dungeon Crawler. Und da habe ich heute Sword and Sorcery. Ein Spiel, das letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist. Davor war es ein Kickstarter, der relativ gut oder sehr erfolgreich eigentlich war, weil er natürlich auch wieder einiges an Miniaturen zu bieten hat, wobei hierbei deutlich weniger Miniaturen mit am Start sind wie bei einem Conan oder bei irgendwelchen cool Mini or Not Spielen. Aber es ist halt ein Dungeon Crawler mit Miniaturen. Ich würde ungefähr sagen, in der Kategorie von Descent, wobei der Umfang an Miniaturen aber und auch an unterschiedlichen Monstern hier deutlich geringer ist. Es gibt also nicht so 80 Tritzilliarden verschiedene Monstertypen. Es gibt einen überschaubaren Teil. Aber den kriegen sie über Variationen recht gut abgedeckt, sodass man da auch genug unterschiedliche Sachen hat. Na, worum geht's bei Sword and Sorcery? Bei Sword and Sorcery sind wir die Helden, die quasi auserkoren wurden, um die Welt zu retten. Wie so oft. Der erste Kniff, den wir hierbei aber haben, ist schon mal, wir starten, oder wenn wir unseren Charakter schaffen, können wir uns auswählen, ob wir rechtschaffende Charaktere sind oder chaotische Charaktere. Das hat zum einen daran Bewandtnis, wenn ich, es gibt jeden Charakter in beiden Variationen und dadurch kann ich unterschiedliche Fähigkeiten erwerben. Ich kann aber auch im Laufe des Spiels unterschiedliche Entscheidungen treffen. Also ob ich jetzt chaotisch oder rechtschaffend bin, verändert nämlich den Spielablauf an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel als Rechtschaffender würde ich niemals mit dem Ganoven-Oberhaupt darüber verhandeln, ob er mir Informationen verkauft. Aber als chaotischer Charakter würde ich sagen, ach ja, gut, komm, ich lasse dich am Leben, ich gebe dir ein bisschen Geld, dann sagst du mir was, bevor ich das aus dir rausprügeln muss, haben wir beide was von. Du sagst das oder das Spiel sagt das? Also ist das ein Rollenspiel? Also ist das ein freies Spiel oder wie? Nein, nein, du hast Auswahlmöglichkeiten. Du kannst quasi sagen, also wenn du an einem Punkt bist, wo du eine Entscheidung treffen musst, hast du verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und du entscheidest dich meist natürlich danach, wie du deinen Charakter jetzt halt spielen möchtest. Aber du kannst jetzt nicht frei entscheiden, ich mach dies und mach das, weil es gibt halt auch keinen Spielleiter hier. Ist rein dann wieder gegen das Spiel, voll kooperativ. Und ja, du läufst über die modularen Spielpläne, du musst Aufgaben erfüllen. Nett ist hierbei auch wieder, es gibt ein sogenanntes Buch der Geheimnisse, denn auf dem Spielplan sind verschiedene Wegpunkte, die du erreichen kannst, wo dann gesagt wird, lies mal Abschnitt 1.2 und dann passiert halt irgendein Story-Event, also wie man es auch Computerspielen kennt, ne? Also ist da geskriptet an der Stelle, da passiert irgendwas, da taucht wer auf oder irgendwo jemand verschwindet. Oder es passieren sonstige Sachen. Das ist so ein der ganz großen Pluspunkte beim Spiel. Nämlich die Story, die dahinter steht. Während bei dem aktuellen Favoriten von mir, Gloomhaven, die Story, Entschuldigung, die Story so nach und nach in den Hintergrund tritt, ist das hierbei schon so, dass du mehr und mehr reingezogen wirst in die Story. Und gerade durch diese Entscheidung, bin ich jetzt chaotisch oder rechtschaffend, entwickelt sich halt auch die Story ein bisschen anders. Und ich muss gucken, wo mache ich was, wo gehe ich wie lang.
Das Ganze ist wieder würfelbasierend, also nicht wie bei Gloomhaven, das ja komplett kartenbasierend ist. Hier wird also viel bei gewürfelt. Und am Anfang schlägt man das Regelbuch auf, da sind unheimlich viele Seiten drin, mit unheimlich vielen kleinen Regeln. Aber wenn man dann das einmal durchdrungen hat, einmal sich reingearbeitet hat, läuft das Ganze nachher super flüssig. Und die Würfel sind dann auch mit vielen kleinen unterschiedlichen Symbolen, das finde ich ein bisschen unglücklich gewählt, die Symbole da drauf, so merkwürdiger Kreis mit einem Blitz drin, Runen und sonstiges, sehr klein auf den Würfeln, sehr schwer zu erkennen. Aber wenn man dann einmal verstanden hat, was los ist, lässt sich das super runterspielen. Ja, noch ein, was ich ja eben schon angesprochen hatte, die Monster sind jetzt nicht unheimlich viele dabei. Also wie gesagt, in einem Descent würde ich fast sagen, sind mehr. Aber du hast hier unterschiedliche Stärken. Du hast grüne und blaue und rote Monster, die hier von aufsteigen sind, wieder wie stark oder wie heftig sie sind. Und von diesen rot, blau, grün gibt es immer zwei Varianten auch noch, so die sich ein bisschen anders verhalten. Die sind alle wieder so komplett geskriptet. Also es gibt so einen Chart, wo ich nachgucken kann, okay, wenn die ein Feld von mir entfernt sind, dann machen sie dies. Sind sie weit entfernt, machen sie erst das und dann das. Wie man es bei den meisten Spielen mittlerweile kennt, so ein richtiger Programmablaufplan, den man drauf hat, den man dann einfach befolgt, was die dann machen. Dadurch verhalten sich diese Viecher meistens relativ intelligent und sind auch meistens schwer zu handeln dann. Ja, was noch ganz schön ist, da ist ja voll kooperativ ist, gibt es ja auch keinen Spielleiter. Und bei den meisten Dungeon Crawler hast du ja das meiste Problem, okay, du baust es auf und siehst schon, wo die Gegner sind. Hierbei ist es ganz nett gemacht. Es gibt sogenannte Schattentoken. Da stellt man sich am Anfang so einen Pool zusammen. Und das sind dann mal ein Monster, mal zwei Monster, aber manchmal gar kein Monster. Und da muss man jetzt quasi diese auf dem Spielplan verteilen. Und wenn du in einem bestimmten Bereich bekommst, wird halt so ein Token umgedreht. Erfährst du erst, welches Monster oder wie viele Monster kommen und dann wird aus dem Kartenstapel gezogen, welche Monster denn jetzt da erscheinen. Das macht es relativ spannend, weil du halt nie weißt, wer kommt. Und durch diese Ereignisfelder, die du noch hast, wo dann noch was passieren kann, wo du halt weißt, okay, jetzt öffnet sich da hinten die Tür und da kommen jetzt auch einfach schon mal drei Gegner raus und so weiter. Also da gibt es unheimlich viel und es macht richtig Spaß, wenn man einmal drin ist, in der Geschichte da weiterzuarbeiten. Es ist gar nicht so einfach stellenweise, da werden einem schon mächtig Brocken in den Weg gelegt, aber das ist auf einem sehr netten und angenehmen Niveau. Du kannst auch sterben als Charakter und startest dann an so einem Speicherpunkt, in Anführungszeichen, wieder. Also sehr viele Elemente aus so Computerspielen findet man da wieder, die da gut aufgegriffen wurden und sehr gut umgesetzt wurden. Ja, das so in aller Kürze. Noch Fragen, Kienzle? Was ist denn jetzt der USP, also der Unique Selling Point? Also ist für dich, ist für dich, wenn es schon keinen Spielleiter gibt, ist das schon für dich ein Pluspunkt? Also das, dieses du betonst das halt immer gerne wieder. Wenn es halt keinen Spieleleiter gibt, dann habe ich das Gefühl, dass das für dich so ein Punkt ist, den du halt positiv bewertest. Ja, mein Problem ist meistens bei den Spielen mit Spielleitern, das fällt dann meistens auf mich zurück. Ja, kenne ich. Ne, also ich bin da nie derjenige, der mal in die Rolle der Helden schlüpfen kann, sondern ich bin immer der Depp, der den Spielleiter, also die ganzen Bösen, der wahrscheinlich auch meistens den größten Aufwand hat, alle Monster gleichzeitig zu spielen, einen Überblick zu behalten, wer wo was macht. Und deswegen finde ich es gerade bei den Dungeon Crawlern immer sehr schön, wenn die es hinkriegen, dass es schön ohne Spielleiter läuft, ist ja auch so momentan der Trend. Das wird ja immer weniger, dass da ein Spielleiter benötigt wird, beziehungsweise oder sie drehen es ganz, ja so. Sie drehen es jetzt ganz um. Mit dem Alone, was jetzt irgendwie kommt. Ja, aber das ist dasselbe Prinzip. Das ja, aber das Spiel ist auch wieder einer gegen viele. Aber der Spielleiter ist ja denn der, naja, das ist ja was anderes. Einer gegen viele finde ich halt schwierig immer. Weil der eine, der alleine spielt, hat halt immer sehr viel zu managen. Ja. Ja. Aber der Hauptunterschied, denke ich, ist hauptsächlich durch diese Auswahl der Ausrichtung der Charaktere und dadurch die entwickelte Story, die auch sehr schön da in das Spiel rein verzahnt ist. Also das hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Gut, dann noch schnell die Eckdaten. Das war Sword and Sorcery. Von Simone Ramono und Nunzio Surasse. Italiener. Von Ares Games. Auf Deutsch halt von Asmodee. Und ich hoffe, also es, wie gesagt, das war ein Kickstarter, sind auch schon die ersten Erweiterungen rausgekommen. Ich hoffe mal, dass die auch den Weg in die deutsche Übersetzung finden. Weil das Spiel hat Potenzial, dass man da noch mehr rausholt. Und es ist auch so da ausgelegt. Ja, wie sie, ob die Deutschen, ob das Deutsche dann das immer schafft, alle Erweiterungen, ist ja leider nicht immer sicher. Also ich bin jetzt tatsächlich verwundert, weil ich irgendwie eigentlich tatsächlich ein anderes Spiel erwartet hätte. Warum? Ich weiß nicht. Also ich dachte wirklich, dass ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich da in dem Sinne so ein so gefühlt klingt das einfach anders, das Spiel. Was erstmal was Positives ist. Für mich klingt's nicht. Was hast du denn erwartet? Für mich klingt's nicht anders, aber ja. Ich habe tatsächlich eher was so. Also ich hätte es tatsächlich eher so 0850er erwartet. Aber. Nee, gesagt, das ist tatsächlich nicht. Also es ist, also wie gesagt, momentan so Gloomhaven ist momentan so schon die Nummer 1 mit. Aber es ist definitiv über Descent-Niveau. Und also tendiert schon Richtung oberes Feld, das Spiel. Also, das hat uns sehr viel Laune gemacht. Das klingt spannend. Gut, dann darf jetzt der Matthias. Jetzt darf der Matthias. Der Matthias, der sagte sich so, während ihr irgendwelche hübschen Spielchen vorstellt, könnte ich ja mal was Hübsches vorstellen. Und habe dann nach einer Rücksprache vorgeschlagen bekommen, ich sollte doch mal Vikings Gone Wild vorstellen. Vikings Gone Wild ist ja so ein, nennen wir es mal, typischer, was ist das richtige Begriff? Deckbilder. Ja, Deckbilder heißt das Ganze. Deckbilder trifft's, genau. Bei Vikings Gone Wild haben wir erstmal eine relativ große Auslage, ein Riesenbrett, um da lauter Kartenstapel drauf abzulegen. Was auch eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, gedanklich, aber das schadet nicht. Aber es gibt eine Siegpunktleiste, weil wir während des Spiels halt Siegpunkte sammeln. Und es gibt zwei Währungen und diese Währungen sind auf der einen Seite Gold und auf der anderen Seite Bier. Was schon mal, wie ich fand, etwas typisch verwunderlich ist, aber irgendwie möchte man sich absetzen und Bier, das klingt schon mal toll. Wir spielen nämlich Heavy Metal Vikinger, die versuchen natürlich hier zu plündern und zu brandschatzen und man kennt ja diese ganzen Klischees an der Stelle. Nun war meine Erwartung an dieses Spiel ehrlich gesagt sehr durchwachsen, weil auf der einen Seite habe ich von dem lieben Martin Klein da sein Video angeschaut, wo er das Spiel doch so ziemlich deutlich, ich sag mal so, verrissen hat, was ich ihm gerne zugute halte. Aber es hat natürlich schon ein bisschen verwundert und dann haben wir das auf den Tisch gebracht und haben festgestellt, ach nö, eigentlich funktioniert das sehr, sehr gut. Es hat ein paar Sachen, wo ich glaube, da wurden Sachen nicht zu Ende gedacht, aber es hat auch viele Elemente, die ich jetzt mal tatsächlich als was neu betrachten will, weil zwei Kartenstapel zu haben, also zwei Kartenwährungen zu haben, ist jetzt nicht so neu. Es gibt Karten, die kann man nur mit der einen Währung kaufen, Karten, die kann man nur mit der anderen Währung kaufen. Was es hier unter anderem gibt, ist, wir versuchen die Siegpunkte dadurch vor allem zu sammeln, dass wir Gebäude bauen. Und da gibt es zum Beispiel Gebäude, die uns auch diese Währungen beschaffen, die also jede Runde da irgendwie was generieren. Also es gibt eine Fabrik, die Gold herstellt, eine andere Fabrik, die Bier braut. Es gibt auch Gebäude, wo wir diese Währungen, die produziert wurden, dazwischen speichern können, sodass wir sie nicht diese Runde ausgeben müssen, sondern nächste Runde dadurch umso mehr haben, um auch teurere Karten schneller kaufen zu können. Dazu kommen Karten, die relativ günstig sind und so irgendwelche spannenden Einmaleffekte haben. Und je nachdem, wann man auf der Siegpunktleiste voranschreitet, gibt es auch ein paar ganz spezielle, sehr, sehr, sehr starke Karten, die man erhält, wenn man über bestimmte Felder hinüberkommt. Also ich glaube, das erste sind irgendwie 12 Siegpunkte oder so. Also wenn man an dem Punkt ist, dann darf man sich aus einer
Reihe von drei Karten eine aussuchen, zack, und dann, wenn der nächste kommt, wird noch eine dritte wieder ausgelegt, dann kann er sich wieder eine aussuchen, sodass man zwei von den drei Karten, die man sich aussuchen kann, immer kennt. Aber darauf spielt man jetzt, würde ich sagen, nicht. Also man sagt nicht, oh, ich darf jetzt keinen Siegpunkt machen, weil die Auswahl scheiße ist, sondern man nimmt einfach, was da ist, weil irgendwie sind sie dann doch alle gut. Man kann natürlich noch ein paar Wikinger anheuern, die besonders stark sind, um zu kämpfen, weil diese Gebäude, die ausliegen von den Mitspielern, die kann man auch angreifen. Und dem Mitspieler hat das jetzt erstmal keinen Schaden. Also der sagt sich, okay, du hast mich angegriffen, dann kann der andere mich nicht angreifen und ich kann dich aber auch zurück angreifen oder ich greife den anderen an oder was auch immer. Aber diese Gebäude, wo man diese Rohstoffe lagern kann, da kann man welche verlieren an den Mitspieler. Was jetzt aber auch kein Weltuntergang ist. Und das würde ich sagen, ist schon so mehr oder weniger fast der unique Punkt. Also du hast halt auf der einen Seite diese Gebäude, man greift sich gegenseitig an, ohne dass man sich wehtut. Und auf der anderen Seite hast du halt diese speziellen Karten, an die man nur rankommt, wenn man Siegpunkte entsprechend gesammelt hat. Und damit ist das ein relativ einfacher Deckbauer, der nicht wehtut und der gut funktioniert. Und was man bei dem Spiel sofort merkt, da ist viel, viel natürlich Erweiterungspotenzial, ist halt ein Deckbilder. Und ein Blick auf Boardgame Geek hat mir auch gesagt, ja, es gibt auch schon vier oder fünf Erweiterungen. Ich glaube, zwei oder drei gibt es sogar schon auf Deutsch. Eine habe ich auch schon gespielt. Eine hattest du schon gespielt? Ah. Das war die erste Partie sogar gleich mit Erweiterung. Ah, also es gibt wohl irgendwie die Gilden, es gibt irgendwie Kampf der Elemente oder so. Ja, Ragnarök hieß sie, glaube ich. Hieß sie Ragnarök? Ragnarök, ja, also man sieht, es gibt da schon einiges. Ragnarök, das hatten wir, da empfehle ich den Podcast, den Korax Games Podcast. Ich weiß gar nicht, oder auf war September, das? Ja. Ragnarök macht ja aus dem Spiel ein kooperatives Spiel, in dem es darum geht, so Thunderstone-like eine Reihe von Monstern wegzuklopfen. Was hört euch den Podcast vielleicht an. Ja, man muss natürlich kooperativ mögen. Ja, es fehlen dann halt Elemente, also diese Errungenschaften oder wie heißen die in dem Grundspiel, die fallen da, glaube ich, komplett weg oder irgendwie sowas. Aber es bietet jetzt auch nichts irgendwie bahnbrechend Neues, ne? Es bietet nichts bahnbrechend Neues. Das weiß ich nicht, ob es das überhaupt will. Wie gesagt, wir hatten Spaß daran. Muss man das haben, wenn man irgendwelche anderen Deckbilder hat? Das ist eine Frage, die ich auf Anhieb eher mit boah, wahrscheinlich nicht beantworten würde. Du bist ja so ein Deckbauer-Freund. Wir haben das ja schon mitgekriegt. Ja, es gibt ein paar Deckbauer, die ich wirklich gut finde. Time of Crisis. Es gibt so ein paar Spiele, wo ich den Deckbauelement wirklich grandios finde. Also Rokoko ist ja nicht wirklich mein Spiel, aber das Deckbauelement finde ich eigentlich grandios. Ich finde auch das Deckbauelement bei Mombasa wirklich, wirklich grandios. Das ist aber natürlich, also da ist natürlich deutlich mehr, sage ich jetzt, Innovation in dieser Mechanik drin, als es bei Vikings Gone Wild ist. Es ist aber, was meine Mitspieler hier zum Beispiel angezogen hat, war dieses poppig, bunte Comic-Wikinger-Thema. Ja. Und ich finde die Ausstattung sehr nett. Also du hast ja so kleine Bierfässchen. War das so, ne? Oder war es nicht? Also in der Version, die ich in Merseburg gespielt habe. Ja, du hast so kleine, also das Material ist sehr, sehr schön. Du hast halt wirklich so Holzbierfässer und Holzgoldbarren und so. Da könnte man sich auch wieder übers Handling beschweren, aber es macht dann trotzdem was her auf dem Tisch. Definitiv. Und der Kampf ist halt, man denkt so, jetzt gibt es auch für Omme, man tut dem anderen Spieler aber nicht unbedingt weh, sondern der Kampf ist ja eher nur ein Plus für dich. Ja, du kannst diese Rohstoff, dir kannst ein bisschen was klauen, aber ja, nächste Runde kommt er dann und macht es gleich. Also. Aber also ich meine, die Frage ist natürlich wirklich, also haut das jetzt einen Dominion-Spieler um? Wahrscheinlich nicht. Und das ist vielleicht auch das, natürlich, wo dann ein Martin Klein sagt, das Spiel ist halt doof, weil es halt nicht genug Neues bietet. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es, also ich meine, das Schwierige ist natürlich wirklich, also wenn man dann so ein Deckbauspiel hat wie Eldorado und so, aber das ist so wirklich so, will das Spiel überhaupt wirklich so groß und grandios sein oder will es einfach nur, hey Leute, wir haben hier einen anderen Deckbauer, der hat tatsächlich so ein paar unique Elemente und macht trotzdem Spaß und für sich alleine betrachtet funktioniert das Spiel hervorragend und ist definitiv kein schlechtes Spiel.
Und ich glaube wirklich, man braucht diese Erweiterungen, um aus diesem Spiel dann mehr rausgeholt zu haben. Und da bin ich tatsächlich neugierig. Also ich würde tatsächlich ein paar von den Erweiterungen gerne spielen wollen. Gab es in der Spieleschmiede nicht auch noch mal einen neuen? Ja, das ist, glaube ich, gerade eine von denen. Also wie gesagt, das sind ja irgendwie 5, 6 Erweiterungen. Eines davon, glaube ich, auch aktuell gerade irgendwie unterm Strich. Wenn mich also einer fragt, so, hey, hast du Bock auf das Spiel, würde ich jederzeit ja sagen. Das ist so vielleicht das, was ich da geben würde. Damit man so das einschätzen kann, wo ich es sehe. Also da würde ich nicht überlegen, da würde ich sofort ja sagen. Bei einem Dominion würde ich erstmal nicht sofort ja sagen, weil ich Dominion an der Stelle tatsächlich etwas langweiliger finde. Ach so, siehst du, das ist nämlich noch eine Kleinigkeit bei Vikings Gone Wild. Man spielt nicht nacheinander seine Züge runter, sondern es wird Ganzes in Runden eingeteilt. Was soll heißen, genau, in einer Runde macht zwar jeder seinen Zug, aber dann gibt es so eine Rundenende-Geschichte. Genau, dann wandert der Thors Hammer irgendwie weiter. Genau, ne? Dadurch ist man nämlich nicht einfach nur reihum dran, sondern hey, ich war diese Runde Startspieler, muss aber damit leben, dass jetzt die anderen alle zweimal agiert haben, bevor ich dann wieder dran bin. Das ist auch noch mal ein bisschen, also jetzt ja, Weltuntergang, aber auch, es sind so Kleinigkeiten. Sorgt denn aber auch wieder für Downtime-Probleme, ne? Ich würde es nicht mit 5 Leuten spielen. Geht es überhaupt mit 5? Ich glaube, es geht nur bis 4. Oh, mit Erweiterung bestimmt. Also zu dritt war das jetzt, finde ich, kein Problem. Aber kooperativ klingt wiederum spannend. Ich meine, es gibt ein paar kooperative Deckbilder. Die meisten haben es nie nach Deutschland geschafft. Zum Beispiel das von Harry Potter. Die es gespielt haben hier in Deutschland, fanden das eher so, Die in Amerika geht das ja ab wie Sau. Da bin ich auch neugierig. Ja, oder hier das Eons End. Das Eons End. Ja gut, also das ist natürlich nochmal eine andere Klasse. Da warte ich jetzt darauf, dass es dann irgendwann mal der Kickstarter ausläuft und geliefert wird. Ihr seid live dabei, wenn Matthias wieder ein neues Spiel bei Kickstarter heute kauft. Nee, habe ich heute nicht vor. Ja, mal warten wir mal ab. Der Arne hat irgendetwas auf Kickstarter, was er heute in der Sendung empfehlen möchte. Was? Nein. Ich als Crowdfunding-Experte hier. Genau. Also, aber das war jetzt, wenn ich mich nicht irre, und wir wissen ja alle, ich irre mich nie, das war Vikings Gone Wild, erschienen bei Korax Games. Und lasst mich nicht lügen, hier irgendwo habe ich doch auf der Schachtel auch den Autor stehen. Der Autor ist Julien Vergongeon. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Das klingt für mich auf Anhieb Französisch. Ich gucke jetzt nicht nach. Und die Illustrationen, die witzigen, für Leute, die so Comichaftes natürlich mögen, sind von Matthäus Komada. Bin ich mir unsicher. Ist übrigens im Original von Lucky Duck Games. Falls der Verlag irgendwie den Leuten noch was sagt. Nö. Lucky Ducks Games sind die mit dem Chronicle of Crime, was gerade auf Kickstarter läuft. Natürlich muss er dazu was sagen. Natürlich, das Chronicles of Crime ist wie hat er das der Krimi-Master genannt? So ein Art Time-Stories-Ersatz mit funktionierender App-Einbindung. Aber es war nicht das Buch, ne? Nee, das ist nicht das Buch. Das ist mit Karten, glaube ich. Ja, schöne Grüße, Stefan. Gehört. Wenn du das nächste Mal in Göttingen bist, darfst du dich auch gerne mal irgendwie vorher Bescheid sagen. Genau, der Arne will auch mit dir spielen. So ist das nämlich. So. Gut, bevor der Arne weint, kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche. Ja. Und da müssen wir heute gar nicht groß die Frage vorlesen, denn wir haben wieder ein Audiokommentar bekommen. Ja, sehr löblich. Audiokommentar kriegen die Fastlane. Und René und ich lehnen uns jetzt zurück, weil die geht nämlich eigentlich an Matthias. Und dann. Hallo Bretterwässer, hier ist der Markus. Ich habe gerade eure Top 10 Folge mit den Reprints gehört, beziehungsweise angefangen zu hören, und da hat der Arne Rajas of the Ganges vorgestellt. Da das Spiel aktuell ja nicht verfügbar ist, hätte ich mal eine Frage, die vermutlich am besten der Darkpact bei euch beantworten kann, und zwar folgendes. Spiele wie Rajas of the Ganges oder Azul kommen raus
sind aber dann relativ schnell vergriffen und es dauert halt wieder, bis die nochmal neu gedruckt werden. Die Frage ist jetzt, woran macht ein Verlag fest, wie viele Einheiten er in einer ersten Tranche drucken lässt? Denn wenn ich mir gerade Rajas of the Ganges als Beispiel nehme, Autoren sind die Brands, die sind im Moment relativ weit oben, nicht zuletzt durch ihre Exit-Spiele. Sprich, mit einem gewissen Erfolg ist da durchaus zu rechnen, gerade wenn es ein Worker-Placement-Spiel ist, was ja in Deutschland, glaube ich, noch sich ganz gut verkauft. Also die Frage an Matthias so hauptsächlich, woran macht ein Verlag fest, wie viele Einheiten ich drucken lasse, sodass ich zumindest mal in einer ersten Tranche auch ausreichend Kunden beliefern kann, was ja so gefühlt aktuell gar nicht der Fall ist. Danke und macht weiter so. Moment, ich kenne eine Antwort. Ich kenne eine Antwort. Oh ja. Ich empfehle da einen englischsprachigen Podcast, der heißt So You Wanna Go to Germany. Du Arsch! Die Folge habe ich nämlich geschnitten, da wurde nämlich auch über Stückzahlen geredet. Aber Matthias, jetzt... Weißt du auch noch, was ich da gesagt habe? 2 bis 3.000. Ja, für den deutschen Markt. Ja, für den deutschen Markt. Ja, und jetzt, wenn man natürlich von Rajas of the Ganges redet, das ist natürlich schon so. Also fangen wir das Ganze mal vom anderen Seite an. Achso, vielleicht sollten wir kurz den Witz nochmal erklären. Matthias hat ja mit dem Ben zusammen, Entschuldigung. Ja, mach ruhig. Ihr macht ja noch einen englischsprachigen Podcast, in dem ihr halt den deutschen Markt so ein bisschen fürs internationale Publikum mal erklärt. So, jetzt darfst du. Genau. Also es ist so, dass wenn man nur den deutschen Markt betrachtet, dann kann man manchmal mit 500 besser liegen als mit 1000 und manchmal mit 5000 besser liegen als mit 1000. Es ist einfach nicht abschätzbar, es ist ein sehr, sehr großes Glücksspiel. Es ist so, wenn jetzt Rajas of the Ganges ist ja ein Spiel, das nicht einfach nur für Deutschland produziert wurde, sondern was natürlich auch international mit Partnern gemacht wurde. Der Partner bei Huch war jetzt in diesem Fall für USA zum Beispiel R&R Games. Das ist so, man hat die Regeln, man hat das Projekt, jeder muss einfach selber seinen eigenen Markt einschätzen und dann muss jeder sagen, was schätzen wir denn? Und da hat Huch natürlich so gesagt, ja, das ist vielleicht ein Inka- und Markus-Spiel, wir haben davor auch Turia mit denen gemacht. Wir haben andere Spiele, die genau für diese Zielgruppe gehen. Wir haben ein Gefühl dafür, so und so viele Spiele werden davon verkauft. Und dann kann man hoffen oder bangen und man möchte diese Zahl nicht zu hoch ansetzen, weil man natürlich nicht ein Jahr lang auf irgendwelcher Ware sitzen möchte. Man möchte es auch nicht zu niedrig ansetzen, weil man natürlich genau diese Situation, die man jetzt hat, nicht haben möchte, dass es gleich ausverkauft ist. Aber das ist ein reines Ratespiel zum Teil. Und dazu kommt noch, dass auch geschaut werden muss, wie viel kann die Druckerei produzieren. Und da ist nämlich ein ganz, ganz spannender Fall bei Rajas of the Ganges, da sind nämlich verdammt viele Würfel drin. Ich erinnere mich, im Jahr 2012, da war ja Las Vegas nominiert und hatte ja verloren, ganz knapp, gegen Kingdom Builder. War das 12? Das war 12. Und da war es ja auch so, dass natürlich auf einer Seite alle traurig waren, gerade von Alea und Ravensburger Seite und auch von Heidelberger, die damals den Vertrieb dafür hatten, weil sie der Meinung sind, dass das eigentlich in deren Augen natürlich das bessere Spiel ist und das, was es eher verdient hätte, Spiel des Jahres zu werden. Auf der anderen Seite waren natürlich ein paar Leute auch, haben auch gesagt, so, wenn das Spiel des Jahres geworden wäre, dann hätten sie nicht gewusst, ob sie überhaupt genug produzieren können für den Weihnachtsmarkt, weil da sind 5x8, 40 Würfel drin und die in ausreichender Stückzahl schnell genug herzustellen, in dieser Qualität und in der Schachtel und dann alles rein, das ist auch alles, das ist eine Zeitfrage. Also was Rajas of the Ganges hat, sind halt diese Menge von Würfeln. Und ja, Würfel sind ein Pfennigprodukt, was man in tausendfacher Auflage herstellt, aber natürlich müssen sie genau in der Form, in der Farbe, in der Quantität hergestellt werden und die müssen auch alle mehr oder weniger gleich sein und dann auch nur für dieses Spiel dann zur Verfügung stehen. Und das kann tatsächlich ein zusätzliches Nadelöhr sein. Von da aus gesehen, ich bin mir sicher, das wollte keiner, dass das Spiel so schwer lange nicht zu kriegen ist. Es ist an dieser Stelle passiert. Ich vermute, es liegt an den Würfeln, aber das ist natürlich auch alles geraten. Also, ich bin mir sicher, also anderes Beispiel, um jetzt nochmal auf Essen zu kommen, wie viele Exemplare von einem Spiel verkauft man in Essen?
Und da sagt man sich so, naja, wenn man niedrig ansetzt, so 100 oder 200 oder auch vielleicht mal 500, wenn man hoch ansetzt, geht man auf 1000 oder 1500 und dann verkauft so eine Edition Spielwiese von Cottage Garden 2500. Das war weit jenseits dessen, was man je erwarten konnte und überhaupt nicht realistisch, dass das passieren wird. Und dann ist man halt also im nächsten Jahr, ich meine, ich weiß jetzt, wie viel Spielwiese an Noria verkauft hat und da waren lange Schlangen. Das waren aber weniger als diese 2500. Naja, wir können ja nochmal das Altiplano-Beispiel bringen. Das wollte ich nämlich hingehen. Direkt daneben war Altiplano. Altiplano war am Donnerstag früh ausverkauft. Wie viel hatte er dabei? 1000. Ja, hätte er gedacht, dass er die 1000 sofort verkauft? Nein. Hätte ich gedacht, dass er 1000 Stück verkauft? Nein. Ja. Hätte ich mehr als 1000 mitgebracht? Nein. Da hat wahrscheinlich aber auch die Vorberichterstattung ein bisschen, Ich habe ehrlich gesagt zu Altiplano nicht viel Vorberichterstattung gehört. Im Dice Tower Podcast wurde es kurz vor der Messe ziemlich gehypt von mehreren Leuten dort. Also die haben da ja auch irgendwelche Top-10-Listen gemacht und da war es, glaube ich, bei 2 Leuten auf der 1. So, der Dice Tower Podcast ist natürlich nochmal eine größere Nummer, wie wir das hier sind. Da es halt internationales Publikum anspricht. Und du sagst ja auch, internationales Publikum ist Donnerstag da. Das heißt, die haben den wahrscheinlich, das ist jetzt Vermutung hier alles, ne? Die haben den vielleicht gehört und haben gesagt, hey, Altiplano scheint cool zu sein, nehmen wir uns das gleich mit. Ja. Und dann sitzt du da und sagst dir so, das ist schön, aber ich habe natürlich, weißt du, so ein Spiel wird manchmal auch tatsächlich nicht am Stück. Also ich meine, da sind 800 Verlage, die ihr Spiel zu Essen rausbringen wollen. Die Druckereien können nicht alles auf die letzte Minute produzieren. Die sagen sich so, du hast 10.000 Stück bestellt, wir machen dir 1.000 für die Messe fertig und die restlichen 9.000 kommen dann nach der Messe. Das kann er machen. Und dann passiert es einfach, dass er sagt, scheiße, die 1.000 sind weg. Und dann kann er die nicht mal so eben herholen. Und er kann auch nicht, wenn er mitkriegt, okay, eine Woche vorher oder 2 Wochen vorher, das Dice Tower hypt das nochmal. Das kann in diesen 1-2 Wochen, kann das genauso schnell wieder verfliegen. Aber er kann nicht so kurz der Druckerei sagen, könnt ihr nochmal drucksmäßig die Auflage vielleicht verdoppeln? Das kriegt die Druckerei nicht hin, weil die Slots alle durchkalkuliert sind. Da ist keine Luft dazwischen, das noch zu erhöhen. Und dann ist man einfach genäst. Und dann passiert es. Und wenn das entsprechend geplant ist, naja, nach der Messe kommt dann gleich der Rest, dann kann das natürlich sein, dass es 2 Wochen später da ist. Wenn es aber war, sind wir jetzt erstmal noch in der Nachproduktion, in der Nachproduktion und in der Nachproduktion und für dich war ja eh erst angedacht, dass du das im Dezember kriegst, dann kriegst du es auch erst im Dezember. Ja. Das ist tatsächlich alles schwer. Oder wenn man sich gerade irgendwie die Mondpreise von Azul irgendwie auf Amazon und eBay sich anguckt. Ich habe letzte Woche lustigerweise mal Azul irgendwie bei Amazon eingegeben. Das wird da für 100 Euro verkauft. Ob das jetzt jemand kauft für den Preis, ist ja nochmal eine andere Sache. Das wird für 100 Euro angeboten, weil es im Moment nicht zu bekommen ist. Es ist, Übrigens, kauft das Spiel jetzt nicht zu diesem Preis. Ne? Also wartet auf die neue Version, da ist irgendwie, naja. Ja, ich hab den neuen Marker gesehen, der sieht wirklich schick aus. Okay, ich brauche einen neuen Marker. Ja, also alles Glücksspiel und ansonsten, wenn du halt verkalkulierst, wahrscheinlich wird doch eher knapper kalkuliert als... Ja, also gerade weil du in vielen Spiele Fällen verkaufen. Nachproduzieren kannst, sagst du, nachproduzieren ist einfacher, als dass ich jetzt Lagerkosten habe. Ja. Ich finde es ja immer spannend, so bei dieser Spiel des Jahresverleihung, wenn die in einem Hotel da irgendwie ist, sobald der Gewinner irgendwie bekannt gegeben wird, nimmt meistens irgendjemand ein Telefon in die Hand, ruft irgendjemanden an und dann laufen wahrscheinlich die Druckerpressen irgendwie an. Ja. Das ist crazy. Aber die müssen in dem Moment anlaufen, ansonsten ist die Menge nicht ausreichend für den Handel im Dezember. Ja, ist sie ja meistens sowieso nicht. Also direkt nach der Spiel des Jahresverleihung ist das Spiel des Jahres ja erstmal vergriffen bis irgendwie September oder sowas. Ja. So, ich hoffe, jetzt haben wir die Frage hilfreich beantwortet. Ja, und wenn ihr dabei sein wollt und möchtet einfach eine Audiofrage stellen, wie gesagt, Audiofragen kriegen immer die setzen den Blinker links und ziehen an allen vorbei, schickt die Audio einfach, first sozusagen. Audio first, genau. Nehmt einfach euer Handy in der Hand oder sprecht WhatsApp-Sprachnachricht, kann man die auch per E-Mail, nee, das geht nicht. Das hat immer eine WhatsApp-Nummer.
Ich habe da Ideen. Nimmt das irgendwie auf und mit irgendwie der Notizen-App von Google oder sowas, da geht das auch, und schickt einfach eine E-Mail an info@bretterwisser.de, dann könnt ihr euch auch selber live hier in der Sendung hören. Wenn euch das nicht stört. Ja, wenn euch das stört, dann schickt die Nachricht nicht. Ihr könnt uns aber natürlich auch weiterhin E-Mails schicken. Ja, das ist genau. Falls ihr wisst, dann welche E-Mail-Adresse, Arne? Info@bretterwisser.de. Wir müssen das wieder mehr üben, Arne. Ja, das ist die Apfel, Wein, Cola, gleich ist alle. Ich habe noch zwei andere Dosen. Ja, das wird ein lustiger Abend. Aber das bringt uns ja zum Hauptthema, ne? Genau, zu den Schnapszahlen. Ja. Da mal die Frage in die Runde, wie kam es zu diesem Thema? Ja, ursprünglich hatten wir ja was anderes geplant. Wir hatten, glaube ich, eine Fragesendung geplant. Hatten wir, glaube ich, auch sogar angekündigt. Aber irgendjemand meinte bei uns in unserem Supporter-Slack-Chat, in dem alle Supporter eingeladen sind. Wie kommt man denn da rein? Genau, wenn man Supporter ist, kriegt man dort einen Einladungslink. Ihr könnt denn, Slack ist so ein Kommunikationstool. So ein Team-Chat. René, du bist da, glaube ich, bewanderter. Hier, René, wie nennt man das so? Kollaborationstool. So. Das läuft einfach auf Chat-Client. Ja, das läuft auf Handys und am Rechner und so. Und da werdet ihr halt eingeladen. Wer jetzt Supporter ist und keinen Link geschickt hat, schickt einfach nochmal eine E-Mail an arne@bretterwisser.de oder an info@bretterwisser.de, dann kriegt er nochmal einen neuen. Aber dort gab es halt auch eine Diskussion zum Thema und da meinte jemand, mach doch mal was mit Alkohol. Weil 111 Schnapszahl, das so ist das zustande gekommen. Soll ich nochmal gucken, wer das war oder yes? Nee, wir können uns ja auch so über ihn auslassen, dass er uns unser ganzes Sendungskonzept über den Haufen geworfen hat. Nee, das ist ja alles gewollt, ist ja alles in Ordnung. Das ist auch Liebe gemeint. Also das ist ja, ich finde das ja toll, wenn unsere Hörer so uns mit guten Ideen noch befüllen und dann so wir auf diese Weise tatsächlich noch was Cooles liefern können. Genau, und da haben wir uns jetzt mal das Ganze zum Anlass genommen, die 111. Ich bin ja froh, dass es kein Karneval geworden ist. Und Matthias wahrscheinlich. Matthias, glaube ich, noch mehr. Ja. Hätten die Folge mal im November aufnehmen sollen, was? Nein. Genau, und da wollen wir jetzt mal gucken, was halt so das Ganze hergibt. Gut, und ja, da fangen wir einfach mal an. Und wir haben jetzt hier so ein paar Gruppen uns ausgedacht. Der Matthias hat sich so ein paar Gruppen ausgedacht, wie man so Spiele, die irgendwie was mit Alkohol, Schnapszahlen oder sonstiges zu tun hat, aufgestellt. Und da haben wir als erstes, fangen wir mal an mit Spiele, wo es um das Trinken oder um den Alkohol geht. Und da habe ich jetzt durch die Liste geguckt und jetzt kann ich, wie der Arne eben sagte, mich beruhigt zurücklehnen, weil von den Spielen, die da drin stehen, kenne ich gar keins. Also, bitteschön, auch, also, aber ich meine, du könntest mal anfangen und erstmal sagen, kennst du irgendeins, ein Spiel, was in deine Kategorie fällt, das, wo du der Meinung bist, das wäre etwas, was jetzt so ein Schnapsspiel wäre? Oder wo Alkohol eine Rolle spielt? Genau. Irgendein typisches Miniaturen- oder Ameritrash oder ähnliches Spiel, wo du sagst, da hat was mit Alkohol zu tun? Alles nicht. Klar. Ich habe hier, ich gucke gerade durchs Regal und da sehe ich ein Fest für Odin. Die Wikinger saufen immer viel. Ja, da ist auch Getränke drin in dem Sinne, in Form von Essen auch. Aber ja, das würde ich jetzt noch nicht dabei. So wirklich als Trinkspiel sehen. Aber ansonsten, Trinkspiele sind wir ja noch später, ne? Wenn ich mich noch weiter umgucke, also ganz, ganz, ganz weit entfernt, Potion Explosion. Wenn man so Tränke trinkt, kann das auch mächtig in die Rübe gehen. Doch, noch eins habe ich, sehe ich gerade. The Dragon and Flaggen. Da gibt's das ist ja ein Prügelspiel. Aber genau, Kneipe, aber in der Kneipe, oder? Mit Bier. Da kann man auch, glaube ich, mit Bierkrügen hauen. Das werfen. Stimmt. Und Tische umschmeißen. Ja, aber sieht schlecht aus bei mir. Ich glaube, ich bin dann noch dünner besetzt, oder? Ich vermute schon. Ja, als Familienspieler. Matthias, wie gut bist du denn mit Alkohol besetzt?
Also mit die Spiele, die hier stehen, die habe ich fast alle. Ja, das lässt ja mal tief blicken. Na, ich habe mal aufgeschrieben, was ich im Regal habe oder beziehungsweise was ich kenne oder was ich mal im Regal hatte. Und da ist mir, also erklären wir noch mal kurz die erste Kategorie. Die erste Kategorie, ich habe wie gesagt 4 Kategorien mir mal überlegt. Und ich dachte, wenn wir schon über Trinkspiele reden, dann kann man sie auch wirklich so kategorisieren. Und die erste Kategorie sind Spiele, in denen es um Alkohol geht oder wo wir uns halt in dem Sinne mit Alkohol beschäftigen. Und zwar auf als Thema, wo wir eigentlich ansonsten, oh ja, ein sehr guter Hinweis, wo wir ansonsten aber eigentlich sagen, da könnte auch ein anderes Thema drauf sein. Also sowas wie ganz aktuell Heaven and Ale. Wir sind irgendwelche Mönche im Kloster, wir brauen irgendwelche Bier, wir sammeln diese verschiedenen Zutaten, wir bauen die bei uns an und dann am Ende gibt es einen interessanten Wertungsmechanismus. Bitte, was für ein Mechanismus? Wertungsmechanismus? Hast du interessant gesagt? Ja. Ja. Wenn du das so sagst. Ich habe ja über Heaven and Ale letzte Woche, vor 2 Wochen, genau, kurz drüber geredet. Aber hat das viel mit Alkohol zu tun? Ich meine, du hantierst so ein bisschen mit der Gerste und dem Hopfen. Aber ganz ehrlich, Wasser? Das trifft auf sämtliche Spiele in dieser Kategorie zu. Haben die wirklich viel mit Alkohol zu tun? Ich habe jetzt da noch solche schönen Spiele, also ich meine, du hast noch dazu geschrieben, Fürstenfeld. Nein, lass uns doch nicht jetzt alle verbraten hier. Ach so. Ja, ich meine, mehr als aufzählen würden wir eh nicht, weil es ja eher um die Kategorie geht. Ja, aber man hantiert aber ja schon so ein bisschen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ich versuche meine Aussage zu verifizieren oder zu negieren. Ja, Heaven and Ale ist schon, ja, man versucht halt Bier zu brauen mit Hilfe von Mönchen und Kellermeister, hieß der so? Ja. Nee, Schöpfmeister, aber hier der. Das würde ich aber schon genau als so ein Spiel bezeichnen, das genau in diese Kategorie fällt. Bier als Rohstoff oder als Endprodukt in einem Spiel. Als Endprodukt. Also du musst ja das Bier brauen. Also du hast halt da 3 Rohstoffe und dann. Nehmen wir mal Fürstenfeld. Bei Fürstenfeld versuchst du auch zu gucken, dass du die richtigen Zutaten kriegst. Du versuchst da deine Brauerei aufzubauen und am Ende das Ganze auch noch gewinnbringend zu verkaufen. Und da sind wir tatsächlich an einem Punkt, und Heaven and Ale nimmt sich da raus, aber fast alle von diesen Spielen sind eigentlich so diese typischen Handelsspiele, wo du versuchst, Waren sinnvoll und gewinnbringend an den Mann zu bringen und zusätzlich aber vorher die Rohstoffe selber ranzuzüchten. Das ist der große Unterschied. Also egal, ob wir jetzt Viticulture nehmen oder Grand Cru oder halt auch Fürstenfeld, wir bauen die Rohstoffe selber an, wir mischen sie zusammen in irgendeiner abstrahierten, einfachen Form und am Ende versuchen wir sie zu verkaufen und auf dem Markt das beste Geld damit zu machen. Ja, wir bewegen uns ja halt sehr im Euro-Spielbereich, also im klassischen, genau. Ich schiebe ein Klötzchen dahin und kriege ein anderes Klötzchen daraus. Da habe ich später im Rückblick auch noch ein paar Aussagen dazu, die sehr zum Nachdenken nochmal anregen. Also ich verweise nochmal auf den Rückblick nach dem Outro. Schon mal, jetzt. Also ich würde diese Kategorie auch nicht weiter ausbremsen wollen. Also ich meine, man kann natürlich jetzt noch tausende Spiele aufzählen. Ich bin auf der Suche auf Spiele gestoßen, ja, die heißen einfach nur The Beer Game oder Age of Steam Expansion Bier und Brezel, wo man dann schon sagt, so, das ist jetzt echt weit hergeholt, Jungs. Aber es gibt halt, also das Wort Bier alleine sorgt bei vielen Menschen schon, dass sie sagen, wow. Du hast jetzt aber hier noch ein Spiel aufgeschrieben, das ich total spannend finde. Ja, das nämlich genau nichts damit zu tun. Nee, ich wollte eigentlich gerade noch mal zu Viticulture kommen. Weil das gilt ja so ein bisschen als so dieses, das Weinanbauspiel, oder? Du hast das gespielt, ich hätte es mir den einen Tag fast gekauft. Weil es mich irgendwie neugierig macht. Weil das ist ja eigentlich ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel. Aber das ist halt ein Worker-Placement, wo die Thematik, die meisten Spieler wahrscheinlich sogar verstehen und die ganzen, ich setze jetzt den dahin und der schneidet die Reben oder sowas. Oder ich gehe jetzt dahin und der veredelt den Wein. Oder du müsst mir jetzt helfen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Also bei Viticulture ist es so, der Clou an dem Spiel ist tatsächlich, dass du deine Arbeiter für beide Jahreshälften gleichzeitig einsetzen musst, aber die Jahreshälften getrennt voneinander auswertest. Und du hast halt auf der einen Seite natürlich, ich baue meine Felder an, ich züchte Reben und zwar für weißen Wein als auch für roten Wein und dann wird das Ganze verarbeitet und am Ende versuche ich das zu verkaufen, indem ich Aufträge ziehe,
wo es dann heißt, ich brauche einen Wein, der so und so lange gereift ist und ich brauche einen Wein, der so und so lange gereift ist. Und dafür gibt es halt Siegpunkte und das Ganze ist, Jamie Stegmaier-mäßig ein Rennspiel. Wer zuerst so und so viele Siegpunkte hat, beendet das Spiel. Ja, aber die Mechanismen verstehen die Spieler sofort. Ja, ja, natürlich. Das ist ein Worker-Placement-Spiel, nein, also das verstehen sie. Die Thematik, also ich meine jetzt Thematik eigentlich, also da, die können damit wahrscheinlich gut was anfangen. Das aber ist nicht bei vielen Spielen so? Also Handel? Ja, aber das fängt wahrscheinlich dieses Winzertum vielleicht ganz gut ein. Das meinte ich jetzt. Der Hevi schreibt die ganze Zeit im Schred schon mehrfach Bier-Empire. Matthias, du hast es hier auch stehen. Oder meinst du ja, Bier-Empire? Ja, ich habe Bier-Empire da stehen. Aber ich habe es ehrlich gesagt da stehen, weil es eins der Spiele ist, die aktuell gerade irgendwie so durch Kickstarter gelaufen sind. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe ein anderes Bierspiel gespielt, wo du halt auch so deinen Hopfen anbaust und das Ganze irgendwie durchkriegen musst. Aber ich habe leider jetzt keine Erinnerung mehr, wie das Spiel war. Aber das, also wie es genau hieß, ich weiß nur, dass ich es echt gut fand. Das hilft jetzt aber wahrscheinlich unseren Hörern gar nicht. Du hast ja gesagt, du trinkst kein Alkohol. Das ist richtig. Hast du ein Problem mit dem, hast du dann ein Problem mit solchen Themen? Oder möchtest du denn lieber eher, ich möchte jetzt auf dem Mittelaltermarkt handeln oder sowas? Nee, ach, also da bin ich tatsächlich, das ist mir wirklich eigentlich völlig Schnuppe. Da habe ich eher Probleme mit Kategorie 2 Spielen. Also, wenn ich das mal sagen darf. Also nee, Kategorie 3 meine ich. Also Kategorie 2 geht ja noch irgendwie, aber. Aber bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, lass uns noch dieses eine Spiel, das du gerade hast, noch erwähnen, weil es da auch ja, irgendwie ums Trinken geht. Moment, ich habe ein Spiel gefunden in meinem Schrank. Half-Pint Heroes. Da hat ja, also der Half-Pint Heroes, das ist ja auch von Korax Games, das wurde uns auch erklärt, irgendwie, das sind, ist denn so in der Kneipe, wenn es kurz vorm Hochhergehen ist. Aber das hat das Alkohol als Thema, nur das, weil es spielt halt nur in der Kneipe. Das ist so. Da sind wir bei Kneipenspielen, also Spielen mit Kneipenthema. Ja, aber ich meine, oft ist es halt auch nicht mehr. Half-Pint Heroes ist ja so ein Stichansagespiel, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das trifft's. Mit oh, da habe ich noch was, sehe ich gerade. Pints of Blood, ein Zombie-Spiel. Ja, siehst du. Auch in der Kneipe. Ah, also wirklich, René, du hast uns was vorenthalten wollen. Ja. Bierkrüge voller Blut, ja, sehr gut. Ja. Also ich müsste jetzt zum anderen Schrank gehen, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Doch, ich habe nur eins. Steht direkt vor mir. Ja. Kennt ihr Polterfass? Nein. Nein. Wie? Ihr kennt nicht Polterfass? Ich weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, schon in der Sendung mal vorgestellt. Dieser Klassiker scheint Bernd Gang zu sein. Ist von Zoch-Spiele. Da geht's. Doch, da spielt man einen Wirt und du würfelst. Das ist so ein Würfelspiel, so ein Würfel-Zock-Spiel. Indem man hat keine Würfel, sondern so Fässer, die man würfelt. Und man muss halt genug für die Gruppe, also einer würfelt und die Gruppe muss, und jeder Spieler der Gruppe muss ansagen, wie viel Bier er jetzt abnimmt von dem, der würfelt, also von dem Wirt quasi. Also der Würfler ist der Wirt. Und wenn die Gruppe zu gierig ist, dann kriegt der Wirt alles. Oder wenn der Wirt überwürfelt, es hat relativ viel Regeln, so kleinteilige Regeln. Aber es ist total lustig, weil man würfelt halt auf so Bieruntersetzer und man hat diese lustigen Bierfässer. Also doch, wir haben doch noch ein paar Spiele hier gefunden. Ja, ist doch. Siehst du, das sind doch Spiele, die ich nicht kenne. Du kennst Polterfass nicht? Nee, ich kenne Besorg dir das nicht. Mal bitte. Ich spiele das mal bei dir. Wieso? Das Pints of Blood kann ich ja dann immer noch bei René mal wieder spielen. Ich kaufe dir das jetzt. Ach, nein. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht mehr. Lass uns mal zur zweiten Gruppe kommen. Du wirst unbedingt zur zweiten Gruppe. Ich merke das schon die ganze Zeit. Was hast du denn? So viel gibt die erste Gruppe nicht her, finde ich. Findest du? Oh, Polterfass gibt es nicht mehr, Matthias. Ja, aber wenn man jetzt Alkohol und Spiele in Zusammenhang nennt, kommen diese Spiele, glaube ich, sehr oft oder werden oft genannt, zumindest eins davon, und zwar Spiele, die man spielt, um zu trinken. Und ich glaube, der
prominenteste Vertreter ist Looping Louie. Ich möchte anmerken, dass Matthias ihn nicht da reingeschrieben hat, sondern ich habe ihn vor der Sendung noch reingeschrieben. Weil ich tatsächlich Looping Louie noch nie gespielt habe, um zu trinken, aber ich weiß natürlich, dass es für viele Leute genau darum geht. Ja, aber Looping Louie ist doch so mittlerweile, ich möchte mal gerne wissen, wie viel Looping Louies tatsächlich an Kinder verkauft werden. Und wie viel an Studenten. Die Zahl geht wahrscheinlich weit auseinander. Garantiert. Müssen wir Looping Louie erklären? Nein, oder? Nein, ich glaube, Looping Louie müssen wir nicht. Aber ich hatte eins reingeschrieben, was ich viel passender finde, nämlich das Crazy Coconuts. Weil du hast da schon die Trinkbecher mit drin und diese kleinen Kokosnüsse, die wirken ja auch wie so diese Kaffeebohnen, die sich manche in irgendwelchen Schnaps reintun. Sambuca ist das Ding. Ja. Es eignet auf jeden Fall, eignen sich da immer so Geschicklichkeitsspiele, mit denen es halt immer schwieriger wird, je öfter man verliert, und man verliert dann immer, weil man mehr getrunken hat und man muss da wieder mehr trinken, also diese Schleife des Todes quasi. Ja, das macht ja dann wahrscheinlich auch den Reiz aus, ne? Ja. Nö, ich glaube, für die meisten Leute ist tatsächlich einfach nur der Grund, nicht sinnlos zu trinken. Weil man hat ja jetzt einen Grund. Also, ich meine, wir hätten da noch einige mehr aufspielen können und das war, die hatten für mich einmal alle so das Gefühl, so, das sind einfache Kinderspiele, die man dafür kombinieren kann. Es gibt bestimmt auch Leute, die spielen ein Lotti Carotti als Trinkspiel. Oh, ich habe gerade eine Liste gefunden. Da stehen irgendwie 10 Spiele, die man zu Trinkspielen umbauen kann. Twister. Ja. Das ist dann auch wieder die Thema Geschicklichkeitsspiel, in dem man dann wahrscheinlich am Ende besoffen übereinander fällt. Weiter? Ja, da stehen auch so Sachen wie Monopoly und die haben dann irgendwie eine Regel, wenn man was trinken muss. Oh, oh. Drink when you land on chance or community. Chess, you land on utility, you land on free parking or just visiting, you pay luxury or income tax. Naja, also wahrscheinlich kann man jedes Spiel irgendwie zum... Ey, ich mache aus Dominion ein Trinkspiel. Immer wenn ich mischen muss, muss ich einen trinken. Dann mischst du aber nicht mehr lange. Also voll kratz. Aber ja, das trifft's. Genau das trifft's. Einen doofen Grund findest du immer. Naja, okay, bei Looping Louie macht's natürlich wirklich, ich sag jetzt mal einfach Spaß, wenn es dann halt irgendwie schwieriger wird. Genau. Wir wollen ja jetzt den Alkohol hier nicht zu hoch hängen, oder? Sagte er und leerte seine Dose. Der Arne ist noch am Ende hier besoffen. Nee, sie ist noch nicht. Ich sag nur Bamble with Care. So heißt die Sorte. Es wird nicht besser. Aber Apfelwein-Cola ist nicht so zu empfehlen. Das hätte ich ja, glaube ich, im Vorfeld schon sagen können. Das hätte ich auch sagen können. Aber also ich habe auch solche Sachen. Also ich habe auch Looping Louie schon als Trinkspiel gespielt. Ich nicht. Was ist denn, oder dieses Bierpong, das ist in Deutschland, in Europa wahrscheinlich nicht ganz so verbreitet wie in den USA. Das ist ja auch nur so ein Geschicklichkeitsspiel. Ja klar. Was ist denn Bierpong? Kennst du nicht Bierpong? Spiel davon leben, dass man besoffen ist, schlechter spielt. Da musst du so einen Tischtennisball über so eine Platte einmal über den Tisch. Ach, von hinten in so Becher rein. Genau, das ist Bierpong, nennt sie das. Ihr seid hier echt die Experten, ich merke das schon. Ich muss heute mal schwer auftrumpfen. Ja, zeig uns mal, wie versoffen dein Leben so bisher war. Oder ich sehe einen Agricola und denke mir gerade eine Regel aus, wie man da was trinken kann. Immer wenn man ein Tier schlachtet oder sowas. Nein, nein. Oder okay. Wenn man jemanden nicht ernähren kann. Prost. Genau, auf die verschiedenen. Prost. Auf die Neugeborenen. Prost. Eieiei, Prost, ja. Gut, lass uns zur Kategorie 3 kommen. Ja, das ist jetzt die Kategorie, die du nicht magst. Die werde ich definitiv nicht spielen, ja. Siehst du, der Hevi schreibt gerade im Chat, der macht ein Bier auf. Hevi, ich weiß nicht, ob du vorhin da warst, ich trinke gerade eine Dose Apfelwein. Gut, ein Apfelweinspiel. Ja, nee, also Nein. Das, was man in Essen wirklich viel sieht, oder nee, nicht viel sieht, weil man sieht es ab und zu, dieses Spiel, und es fällt mir immer sofort auf. Trinkopoli. Immer wenn ich in Essen bin, haben die irgendwo, ich weiß nicht, ob die einen Stand haben oder sowas, oder man kann es irgendwo kaufen. Geht das nur mir so oder fällt euch das nicht auf?
Oder habt ihr das nicht das gesehen? Das ist definitiv. Da läuft jedes Jahr läuft da irgendwelche Leute rum und machen Werbung für dieses eine Spiel. Ich habe auch schon Leute, die das kaufen, also Leute kaufen gesehen, also die das in der Tüte hatten. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, aber auch die Leute gibt's. Ich trinke auch nicht genug. Trinkopoli, Fun-Party-Spiel. Also das. Da kommen wir natürlich wieder zu der Sache, ist das wirklich spaßig, einfach sich zu besaufen? Und dann werden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, natürlich! Ja, ich glaube, wir machen direkt einen Haken an diese Kategorie, weil die gibt jetzt auch nicht so viel her. Matthias wird aggressiv. Ja, ich merke schon, Matthias schiebt schon leichte Aggros hier. Leicht? Na, ihr seid ja liebevoll noch zu mir. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und entfernen uns jetzt quasi komplett vom richtigen Alkohol und gehen hin zu den Schnapszahlen. Ich gucke mir gerade das Spielbrett von Trinkopoli an. An dieser Stelle einen großen Dank an Steffen Bendorf, der mich auf diese Idee noch heute gebracht hatte, als er genau eins seiner Spiele reinwarf. Ja, also Schnapszahlen. Passend zur Sendung gibt es ein Spiel, My Rummy 111. Hatte ich letzte Woche erst in der Hand wieder. Haben wir das schon mal vorgestellt in der Sendung? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ich habe es schon mal vorgestellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich müsste nachgucken. Ja, also auf jeden Fall, auch das geht natürlich. Und ich habe dann einfach mal geguckt, wie viele Spiele gibt es überhaupt mit Schnapszahlen? Und das sind tatsächlich verhältnismäßig wenig. Also ich habe, glaube ich, irgendwie gefühlt 90% davon jetzt mal in die Liste geschrieben. Und das ist echt keine lange Liste. Und da gibt es genug Spiele dabei, wo du sagst, so, das hat mit Schnapszahlen eigentlich noch nicht mal was zu tun. Also ich meine, so ein My Rummy 111, da kann man das noch irgendwie herziehen. Da macht die 111 bei dem Spiel Sinn? Kennst du das Spiel? Ich kenne es auf Anhieb nicht. Ich muss mich leider bei dem Herrn Bendorf entschuldigen. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ein gutes Spiel übrigens. Ich mag das. Was ich natürlich kenne und wo ich genau weiß, das hat mit Trinken wirklich null zu tun, ist nämlich Code 777. Auch schon ein oder andere Mal erwähnt gehabt in der Sendung und der Arne kann bestätigen, der hat es getrunken. Das wird nicht besser, wenn man dabei trinkt. Das wird auch nicht besser, wenn man nicht dabei trinkt. Also. Darüber würde ich streiten. Deduktionsspiel, das ist nicht meins, das Spiel. Ich habe es nämlich irgendwie, naja. Lassen wir das. Genau. Und dann der Alexander Jung hatte noch irgendwie auf Facebook erwähnt, oh, dem fällt sofort Lobo 77 ein. Dann habe ich noch gesehen, es gibt Elf nimmt. Das ist, glaube ich, mit Abstand die schlechteste Version von Sechs nimmt, die es gibt. Es gibt Leute, die sie mögen. Ich fand sie nicht so doll, aber so ist das manchmal. Ein alter Klassiker ist Elva raus. Auch für René haben wir ein Spiel in dieser Gruppe, nämlich Memoir 44. Und es gibt von Abacus ein Spiel, das heißt 55. Und das war's mehr oder weniger. Echt? Bist du echt sicher? Es gibt natürlich nicht, also ich habe neulich, ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung Carabolage kennt von Arte. Es gibt zum Beispiel. Jetzt fährst du aber schwere Geschütze auf. Ja, mein Geist ist erweitert. Es gibt halt im Französischen den Begriff dieser Schnapszahl auch gar nicht. Okay. Also die können halt mit einer Zahlenfolge von gleichen Ziffern halt, also in Deutschland ist es ja anscheinend was Besonderes. Oder, naja, ich kann nochmal so einen Gag aber für die Franzosen, für die ist es halt irgendwie nichts Besonderes. Aber ja. Ist es denn für die Amis was Besonderes? Ist sie das? Ich denke nicht, nein. Schnapszahl USA. Oh, Donald Trump. Nein. Anders ist das auch nicht zu ertragen. Drei Kinder mit drei Schnapszahlen Geburtstag. Ja, okay. Nee, also ich glaube, das spielt dort auch keine Rolle. Also nicht so. Ja, ich meine, von den Spielen My Rummy ist von... ich glaube, es war Schmidt-Spiele, Code 777, weiß ich nicht. Habe ich vergessen? Das war Jumbo damals. Das ist schon lange her. Ja, aber. Ja, da macht es ja aber auch thematisch ja auch mit der Schnapszahl Sinn, ne? Also, was ich hier noch aufgeschrieben hatte, war Route 666. Ein Spiel, das so nie rausgekommen ist, weil
sie den Namen nicht verwenden durften und deswegen haben sie dann daraus Hit the Road gemacht. Stimmt, das hieß ja mal so, ja, da gab es aber auch, glaube ich, schon Grafiken oder so, oder es war so angekündigt, ne? Das ja, Cover gab es, glaube ich, schon. Das hat man irgendwann verworfen. Manchmal sind dann so aus irgendwelchen, für einen später unerfindlichen Gründen ist das dann so gelaufen. Der Hevi schreibt gerade bei Take That, das ist ja auch beim NSV, also nicht bei der Band, sondern im Spiel Take That, gab es ja auch, da spielten ja die Schnapszahlen auch irgendwie eine Sonderrolle. Oh Gott, das Spiel hatte ich, das hatte ich ja tatsächlich vorgestellt. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Auch immer ein gutes Zeichen. Das war irgendwie so ein Ablagespiel, wo aber die Schnapszahlen spielen ja auch bei 6 nimmt eine Rolle. Ja, die durch 11 teilbaren Zahlen bei 6 nimmt, haben mehr Hornochsen drauf, wobei die 55 die meisten drauf. Ja, ist eine Schnapszahl, ne? Und die 11 durch 11 teilbaren Zahlen sind auch so ein bisschen Schnapszahlen. So, und die Schnapszahlen, aber da sind halt nur Hornochsen drauf. Also, da ist schon so. Ja, aber es ist. Die sind halt mehr Punkte, mehr Negativpunkte wert. Ja. Aber klingt auch so, als wäre das jetzt eine Kategorie, die nicht so viel hergibt. Nee, das ist richtig. Und von daher, ohne das jetzt weiter jetzt in die Länge zu strecken, sonst analysieren wir noch, warum mal 11 oder mal 44 irgendwo steht. Aber wir haben eigentlich einen Einblick gegeben, wie man dieses Thema angehen kann. Genau, wir haben jetzt mal unsere Kategorien aufgezählt und das große Themengebiet ist jetzt da mit Alkohol oder sei es jetzt die Schnapszahlen irgendwie nicht rauszuholen. Ne? Also, und trotzdem führen wir damit eine Sendung. Ja, könnten auch über das Wetter reden wahrscheinlich. Wetterspiele. Ich glaube, das hatten wir mal in irgendeiner Sommersendung. Na, seid gespannt, was wir da 112 machen für eine Sendung. Ich weiß es. Es hat nichts mit der Polizei zu tun. Nee, mit der Feuerwehr. Ja, aber hier gibt es denn jetzt aus den Kategorien noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, das wäre schon eher so die Kategorie, die ich bei mir in meiner Spielrunde auf den Tisch bringen würde? Also bei Matthias ist klar, das wäre hier Trinkopoli. Ich habe es ihm gerade gekauft. Vielen Dank für die Supporter, für das Geld dafür. Nein. Wird direkt bei Matthias geliefert. Nein. Beim Kasten Bier. Gibt es sowas bei Amazon? Stimmt. In Berlin schon. Ich erinnere mich, wo der Peter Eggert sein Glück auf rausgebracht hatte, was ja auch nichts mit Schnaps zu tun hat oder mit Bier. Und es gibt eine Biersorte, die heißt Glück auf. Und die hat er natürlich dann für den Release in Essen besorgt. Und das würde ich nicht sagen, dass Glück auf nichts mit Bier zu tun hat. Also die Kumpel haben ja, bestimmt, wenn sie dann fertig waren, auch eingezwitschert. Aber nicht im Spiel. Das weißt du nicht, wenn du das thematisch ausgestaltest. Ja. Gut. Nur weil du so unkreativ bist und deine armen Leute nichts trinken lässt nach der schwer getanen Arbeit. Das Spiel lässt mich nicht. Du hast gerade was von schwer getaner Arbeit gesagt. Also für mich ist auf jeden Fall die Spiele der Gruppe A natürlich am sinnvollsten. Alles andere, in der Gruppe D gibt es nicht so viele Spiele, die ich kenne, die finde ich zum Teil sehr gut, zum Teil kenne ich sie halt noch weniger. Gruppe B und C kann ich echt nichts mit anfangen. Ach, also gegen so eine Runde Looping Louis in der richtigen, mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit. Das ist natürlich, wenn ich kann, also das spiele ich dann nicht, wenn ich ein Spiel spielen will, sondern wenn ich halt saufen will. 2000. Also ich habe Looping Louis auch oft gespielt, aber ich habe dabei nie gesoffen. Also ich meine, ich habe ja sogar, wir haben ja bei den Redakteuren mal so ein richtiges kleines Turnierchen gemacht, so mit Gruppen und dann so gegeneinander und dann noch mit einem großen Finale. Also das von da aus gesehen, ich glaube im Finale. Matthias hat gewonnen, weil alle anderen voll waren. Nee, wahrscheinlich hat Matthias nicht gewonnen, weil alle anderen voll waren. Tatsächlich hatte keiner getrunken von den Teilnehmern. Alle waren nüchtern bei dem Turnier. Die hatten einfach so Spaß damit. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich brauche mir eigentlich gefühlt für mich eine Ausrede, mich jetzt schon wieder zu betrinken, während andere sagen, hey,
Ich will einfach nur so Spaß haben. Und Looping Louis kannst du ganz wunderbar spielen, ohne zu trinken. Ich meine, das können ja, da haben auch Kinder dran Spaß und ich bezweifle, dass die saufen. Ich weiß nicht, was deine Kinder machen, aber meine. Ich will es nicht wissen. Nein, 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 nein. Nein. Du hast eben noch eine Dose mehr gehabt, ne? Ja, die, ja, das, aber, ja. Ich meine, die Frage, die bei mir auch aufkam, gibt es irgendein Spiel der Kategorie 2 oder 3, welches besonders gut ist, wenn man zu bestimmten Anlässen irgendwas machen will? Also ich meine, so ein Looping Louis, wenn man davon mehrere hat und dann ist man mehrere und will einfach mal Spaß haben, da kann man halt so ein Turnier mitmachen. Oder so ein Crazy Coconuts, das kann man auch mal mitnehmen in den Urlaub und dann mal kurz irgendwo so auspacken, wenn man auch irgendwie im Restaurant auf sein Essen wartet. Das funktioniert irgendwie alles. Dann aber fliegen die Affen Kackhaufen durch die Gegend. Ah, nee, sind die Kokosnüsse. Noch ein anderer Punkt, den wir auch haben. Wie steht ihr denn zum Trinken beim Spielen? Genau das hatte ich auch gerade im Kopf. So gepflegt ein Bierchen also dabei wir haben. Letztens haben wir gespielt. Matthias, du bist raus aus der Frage schon wieder, ne? Obwohl, naja, kommen wir gleich. Da hatten wir schon Cocktails getrunken. Also bei uns findet das auch mal schon statt. Also bei uns ist ja Spiel noch eher sehr gesellig und weniger irgendwie Hardcore. Aber da lassen meine Spiele auch Raum dafür, als wenn ich jetzt irgendwie voll angestrengt irgendwie Heaven and Ale, okay, da wird es wieder thematisch passen, oder oder ein Madeira spielen will oder sowas. Gibt es bei Madeira nicht auch irgendwie? Gab es da nicht auch irgendwie Alkohol? Na, weil Madeira ist ja für die viele auch bekannt als ein Wein, der halt auch von der Insel ja, kommt. Ja. Und die Insel hatte halt auch mehrere Umwälzungen, was halt wichtig ist. Am Anfang wurde halt viel Weizen angestellt und dann haben sie irgendwann halt ganz viel Zucker auch exportiert. Und dann sind sie halt nochmal irgendwann umgeschwemmt von Zucker halt auf Wein. Und das ist im Spiel auch so abgebildet, dass du dann halt von den anderen, aber in erster Linie halt die Weinreben, also da. Das würde ich noch nicht als Wein darstellen. Da haben wir mal wieder Madeira untergebracht. Lange nicht vorgekommen. Ja, das stimmt. Ja. René, wie sieht das bei euch aus? Ich stelle mich, ich muss mich hier irgendwie, also das ist jetzt hier vollkommen falsches Bild. Was ist findest du? Stimmt, normalerweise. Ja. Hevi schreibt gerade Bier, also im Chat wird gerade geschrieben, Bier beim Spiel geht immer. Dankeschön. Ich glaube, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt dauernd dabei trinkt, aber ich habe auch kein Problem, wenn sich nebenher einer eine Flasche Bier köpft und die dann dabei genüsslich trinkt. Das ist alles voll in Ordnung, denke ich, und auch gar kein Thema. Ist halt ein Getränk und wenn derjenige sich oder diejenigen sich nicht den Rum literweise hinter die Binde gießen, ist alles in Ordnung. Rum and Bones gibt's auch noch, ne? Also ich kann ja sagen, also ich war jetzt ja in Portugal und das ist ja unfassbar, wie schweinebillig dort alles war. Und das war einfach wirklich so, dass regelmäßig irgendeiner am Tisch aufgestanden ist und dann für alle eine Runde mitgebracht hat, weil irgendwie die Flasche Bier nur ein Euro war. Und das halt als Hotelpreis. Und dann hieß es so, wer will, du willst ein Bier, ja, und du kriegst deine Cola Light. Also ja, wenn da einer am Tisch trinkt, habe ich damit meistens auch kein Problem. Das ist alles in Ordnung. Man muss ja auch irgendwie Flüssigkeit zu sich nehmen. Gerade wenn man etwas Geselliges macht wie Spielen, wo man auch viel redet, dann muss die Kehle ja irgendwie feucht bleiben. Und da bieten sich natürlich auch gerade so gesellige Kommunikationsspiele noch eher an, als jetzt so diese Strategiespiele, wo man den Kopf eigentlich klar behalten möchte. Wo warst du? Wollen wir darüber nochmal kurz reden? Oder wollen wir das Ganze? Du willst kurz abbiegen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt beim Alkohol. Ich glaube, wir können jetzt, darum machen wir jetzt einfach mal das Schleifchen. Na, die eine Frage hätte ich dann schon noch, die ich gerne untergebracht kriegen möchte. Ja, dann mach weil doch trinken das. Ist ja für ein paar Leute ist tatsächlich so, dass sie sagen, bei mir am Tisch wird nicht gegessen und getrunken, weil wenn du deine Chips isst, dann machst du mir die Karten fertig, das ist bäh. Und wenn du was trinkst, dann schmeißt du den Becher um und dann ist das Spiel unter Wasser. Man sagt halt unter Wasser auch, wenn das dann von Bier getränkt ist und dann erst recht weggeschmissen werden kann. Ich hatte tatsächlich mal ein Spiel, dass einer am Tisch mit Bier getränkt hat, völlig ungewollt. Und der hat dann am nächsten Tag losgegangen und hat mir dieses Spiel neu gekauft und hat das Biergetränkte dann behalten. das ging natürlich auch. Ist das bei euch dann auch schon mal so untergekommen? Ist mir noch nie untergekommen, habe ich auch keine Angst vor.
Ja, Spiele also, sind halt Gebrauchsobjekte, ne? Also und dabei ist es jetzt, dabei ist ja auch fast egal, ob es jetzt das Bier oder die Cola ist. Das ist hin, richtig. Ist es so oder so. Wisst ihr, was viel schlimmer ist? Wenn eine Katze in den Karton pinkelt. So. Dazu müsste man eine Katze haben. Zu der Zeit hatten wir 4 im Haus. Ah, im und am Haus. Aber also hat, bei dir heißt immer Deckel umdrehen, wenn du es auf den Boden stellst. Nee, dachte, die Katze, gibt es nicht mit Dackel drauf. Genau. Dackel drauf, genau. Das passt sogar in ihre Reinsicht. Nee, die Katze hat ein Auto gegrüßt. Wollte mit dem Auto spielen. Und das nur, weil sie dir in die Schachtel gepinkelt hat? Ahne. Ja, ich bin gefahren. Nein. Na, zum Glück nicht die Katze. Okay. Genau. Wir werden. Albern. Aber unsere Hörer können vielleicht irgendwelche schönen Spiele erzählen. Welches Spiel mögen sie vor allem, was sich um Alkohol dreht oder was sie am liebsten spielen, wenn sie ein bisschen einfach nur trinken wollen oder vielleicht auch irgendein Spiel mit Schnapszahl, dass sie noch sagen, Matthias, wie konntest du das übersehen? Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, wir würden uns total freuen. Gibt uns noch ein bisschen so Diskussionsbedarf. Können im Notfall auch gerne auf Twitter oder Facebook sein. Auch da lesen wir alles mit und geben ein paar schöne Rückmeldungen dazu. Und dann können wir jetzt gerne den Bogen zu Portugal machen, wenn ihr wollt. Genau. Matthias war ja nicht in Cannes. Oder ja, nee, aus Festival International des Jeux. Genau, dort hat ja Azul den Astor gewonnen, den genau. Zweiten offiziellen großen Preis. Ja. Nach dem Beeple Award. ob es der letzte wird, bezweifle ich im Moment, aber genau, also du hast halt Cannes einfach dieses Jahr ausfallen lassen und weil es halt, ja, du warst ein bisschen angeschlagen, wie so viele gerade in der Republik, aber du bist woanders hingeflogen, einfach noch ein bisschen weiter weg. Ja, genau, weil einfach muss das sein, ich bin nach Lissabon geflogen und von dort wurde ich dann brav mit einem Shuttle nach Leira gebracht. Das ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Lissabon am Strand. Ich habe da auch ein paar schöne Bilderchen gemacht. Also das Hotel, wo ich war, der Ausgang, da fällst du mehr oder weniger auf den Strand. Das ist natürlich Atlantikstrand, also da ist mit schönem Wellengang und allem. Badehose an und rein. Wir hatten das Glück, also ich bin da am Mittwoch hingeflogen, am Dienstag hat noch die Sonne geknallt und geschienen, am Mittwoch zogen die Wolken auf und es hat geregnet regelmäßig, bis ungefähr Sonntag und am Montag kam die knallige Sonne wieder raus. Ich habe gelernt, wherever you are, always bring the weather with you, da war mal so ein Song aus den 80ern, das habe ich brav gemacht, ich habe das schlechte Wetter aus Berlin mitgebracht. Ich habe aber die Temperatur hier gelassen, also während hier noch so Minusgrade waren, inzwischen ist ja wieder etwas wärmer, deswegen habe ich einfach mal die warmen Temperaturen aus Portugal mitgebracht, bitte sehr. Von da aus gesehen, da war nichts mit in die Wellen springen. Das Hotel selber ist eine sehr, sehr schöne Anlage gewesen, das sind so wirklich so bunt gestreifte Hütten, das sieht alles natürlich so etwas nach Meer aus, als es ist. Es sind einfach auch nur Hotelzimmer, nur dass man halt sich im Freien zwischen diesen Hotelzimmern bewegt und nicht in irgendwelchen Gängen. Ja, und dann war da eine schöne Veranstaltung mit über 500 Besuchern, also eigentlich echt ordentlich gut besucht. Und die haben einfach dort in vielen, 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 genau, Crowdhouse war die Musik, danke. die waren in richtig vielen, also die haben, ich weiß nicht, also die war das gesamte Hotel, die hatten, weiß ich nicht, 4 oder 5 Räume. Überall war alles voll, auf jedem Tisch wurde gespielt. Da gab es eine 9er-Partie Empire, da gab es eine 10er-Partie Sidereal Conference, da gab es eine 15er-Partie Mega-Civilization. Also die Leute haben sogar, damit das irgendwie sinnvoll auf dem Tisch ist, haben sie das gesamte Spielbrett auf Stoff drucken lassen, damit das da in einem Stück drin ist und nicht irgendwie gegeneinander verschoben werden kann. Sie haben die Karten in einer größeren Form ausgedruckt, damit das nochmal mehr ist. Da waren aber auch genauso Leute, die haben ein Heaven and Hell gespielt oder die haben ein Azul gespielt oder auch ein Village, da kamen die neuesten Sachen raus, da kamen aber auch ganz viele Spiele der letzten 5 bis 10 Jahre auf den Tisch, einfach weil Leute einfach Bock hatten, das alles zu spielen und einfach überhaupt zu spielen. Und dafür, dass das wirklich so irgendwo am Rand von Portugal ist, fand ich die Besucherzahlen grandios, hat mir sehr gefallen.
Es waren auch viele Autoren da, also der Vital Lacerda war da, es waren viele Verlage da, es waren viele andere Leute da aus der Szene, also Edward war da von Heavy Cardboard, es war der Stefan Stadler war da, mit dem man mal wieder ein bisschen quatschen konnte, Inka und Markus Brandt waren da, der Frank Noack von Korax Games war da, der Tony Boydell von Surprise Star Games war da, es waren wirklich viele Leute da und der Uli Blennemann natürlich, mit dem ich einiges gespielt habe. Und es war einfach eine rundum gelungene gute Zeit. Und jemand, der mich kennt, der weiß, dass ich früh ins Bett falle. Ich bin tatsächlich früh ins Bett gefallen, aber es war dann auf meiner Uhr immer irgendwie so schon 2 oder 3. Während der ganze Rest zum Teil noch bis 5 oder 6 noch da war. Einfach weil. Ja, man hatte das Gefühl, dass irgendwie, ich weiß, oder das war so ein Twitter-Blasen, so ein Bubble-Ding in der Twitter-Blase, dass aber viele Leute dort waren. Ist das, weil das so ein bisschen Indie-mäßig ist oder so ein bisschen, hey, neue Pfade oder irgendwie sowas? Oder was ist das? Also der Punkt oder spielt ist, Portugal so eine große Rolle? Nee, also die eine Sache ist die, dass halt wirklich viele von denen, die da waren, halt auch auf Twitter aktiv sind. Ich meine, da waren auch ein paar dabei, die sind nicht auf Twitter aktiv. Die wurden dann von alle ausgelacht, mehr oder weniger. Hier der Lucian aus Rumänien war da. Da war auch ein polnischer Wargame-Verlag da, der seine Wargames da verkauft hat. Und auch die wurden gespielt. Also der wird auch gut Umsatz gemacht haben. Das ist, ich glaube tatsächlich, an der Stelle liegt es einfach nur an der Blase, in der wir eh sind. Es war aber eher so, also diese Veranstaltung findet ja schon seit 12 Jahren statt. Aber dieses Jahr ist sie halt explodiert, weil sie ihren Termin verschoben hat. Sie war sonst immer im Januar und Januar ist wirklich ein super ruhiger Monat. Wer fliegt schon im Januar nach Portugal? Aber das war halt mehr oder weniger zeitgleich mit Nürnberg. Und ganz viele Leute haben gesagt, ja, ich würde ja gerne mal kommen, aber ich muss nach Nürnberg oder dieses, jenes, sonstiges. Mhm. Und sie haben das dieses Jahr das erste Mal halt nach März verschoben, was dafür gesorgt hat, dass all die Leute gesagt haben, ja, dann würde ich mal kommen, auch tatsächlich alle gekommen sind. Und alle, die wir da waren, waren gesagt, das war so geil, dann müssen wir nächstes Jahr wieder hin. Ist denn der Pete von Alex und Pete / Hunter und Kron einfach von Cannes nach Portugal weitergefahren? Oder nee, der war, meines Wissens war der tatsächlich zwischenzeitlich wieder in Berlin. Einmal also kurz Wäsche wahrscheinlich. Und dann von Berlin halt zurück. Aber ich glaube, der ist über Porto geflogen, nicht über Lissabon. Also, aber mit dem hatten wir auch eine tolle Zeit da. Also der war auch dort. Ich weiß, dass er Fotos gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, aufgenommen hat er nichts für den Kanal. Also der hatte, glaube ich, keine Kameraausrüstung dabei. Ach so. Ja, also von da aus gesehen, ich habe echt viele Spiele gespielt. Ich habe vor allem natürlich ganz viele Prototypen gespielt und auch meine Prototypen auf den Tisch gepackt. Über die werde ich jetzt aber nicht reden. Was ich erzählen kann, ist, ich habe 2 Spiele gespielt, die bei Spielworks rauskommen werden. Der hatte noch ein paar mehr dabei, aber bei den 2 war ich dabei. Das eine ist Captains of the Gulf, das soll noch dieses Jahr kommen. Ein Spiel mit Multi-Use-Karten, also wie bei La Granja legt man die oben, unten, links, rechts an. Und kann die halt für verschiedene Sachen nutzen. Und es geht darum, dass wir Fischer sind im Golf und versuchen müssen halt zu gucken, wo sind die Fische, müssen die einfangen, müssen die zu den richtigen Häfen bringen. Und das hat viel Spaß gemacht, das war gut. Und noch ein Spiel, das erst ein Jahr später rauskommen soll, das im Playtest zumindest noch Yangtze heißt. Das wird garantiert nicht so heißen, wenn es rauskommt, aber der finale Name steht noch nicht fest. Und das war ein Kracher. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Also das war wow. Da bin ich total gespannt, wenn das rauskommt, ob dir das auch so gefällt. Das hatte auch einen super einfachen Mechanismus. Du hast 12 Karten, du mischst die, du hast jede Runde 3 davon. Jede dieser Karten gibt dir 2 Aktionen. Und da sind nichts weiter drauf wert, als ey, du hast für die erste Aktion 1, 2 oder 3 Striche und für die zweite Aktion hast du halt 1, 2 oder 3 Mannequin und das war's. Das war jetzt 2-mal von Spielworks, sagtest du? Das war jetzt 2-mal Spielworks, genau. Der okay. Hat noch ein drittes Spiel dabei, da kann ich jetzt aber nicht zu sagen. Korax Games zum Beispiel hatte Half-Pint Heroes da, und zwar die Sticker-Version. Da hat jeder Spieler halt, also das ist normales Half-Pint Heroes, aber jeder hat noch so einen Stickerbogen bekommen und die klebst du einfach auf die Karten und die verändern die Karten in dem Moment, wo sie ausspielst, für den Rest des Spiels. Also so Legacy-mäßig auch für zukünftige Spiele. Nee, also so, Farbe hey, nicht. Ach so, also dann klebst du richtig, also für du klebst richtig Aufkleber drauf. Da hat jeder seinen eigenen Stickerbogen okay. Und so. Da klebst du +1 drauf oder klagst du, hey, das ist dieselbe Zahl wie die andere oder die nimmt eine Farbe anders an und da
die etc. kopiert irgendwas. Das war witzig. Also Half-Pint Heroes Legacy, sehr gut. Das könnte dir auf jeden Fall gefallen, Arne. Ich weiß nicht, ob das denn schon wieder zu viel da reinbringt, so, oder? Ja, das weiß ich. Also, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe nur kurz zugeguckt und nicht mitgespielt. Von dem, was das Spiel halt trägt und ob man denn das nicht zu überfrachtet, so weißt du. Also, du verstehst, was ich meine. Ich hatte das Gefühl, Leute, die es gespielt haben, hatten Spaß. Ja. Also, von da aus gesehen, einfach mal probieren, würde ich sagen. Dann habe ich natürlich von Tony Boydell gespielt, The Nice Cup of Tea. Das heißt aber jetzt irgendwie anders. Das ist eine Light-Version von Snowdonia. Snowdonia ist ja ein sehr, sehr schönes Eisenbahnspiel. Und bei Nice Cup of Tea ist es so, dass sehr, sehr viel rausgenommen wurde und das Spiel dadurch so entschlackt wurde, dass es noch flüssiger, noch schneller, noch angenehmer läuft. Also als alter Snowdonia-Fan, der das aber viel zu selten auf den Tisch kriegt, weil das ja dann doch noch ein bisschen mehr ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich irrsinnig beeindruckt, fand ich super gut. Da freue ich mich total drauf, wenn das rauskommt. Das erscheint bei Matago. Ich weiß nicht, ob das in Deutsch auch kommt. Ich habe nur einfach mal die Hoffnung. Was habe ich noch gespielt? Jetzt müsste ich natürlich einen Blick auf meine Liste werfen. Dazu hat man das ja. Und all die Spiele rausrechnen, die eh schon erschienen sind. Lux Eterna, ein Solospiel. Das hat mir auch gefallen. Du bist im Weltraum und da gibt es auch ein Print and Play auf Boardgame Geek gerade. Das gefällt mir sehr da. Du musst, in deinem Raumschiff gibt es 6 Bereiche, die kaputt sind, und du musst gucken, du ziehst 4 Karten und eine bringt dich dem schwarzen Loch näher und eine gibt dir Schaden an deinen Sachen, und auf diesen Bereichen liegen so Würfel von Schaden auf einer 2. Und mit einer kannst du eine Aktion machen, um halt also diese Würfel zu manipulieren, und du versuchst alle Würfel auf 6 hochzudrehen, um diese Bereiche zu reparieren. Spielt sich in einer Viertelstunde. War total schön. Hat mir sehr gefallen. Also für Solospieler definitiv was Schönes. Diese Würfel werden aber nicht gewürfelt. Also falls jetzt irgendjemand Angst hat, hey, Glücksspiel wegen Würfel und so. Sondern der gesamte Glück ist nur, wann kommen welche Karten im Deck und wie entscheide ich mich aus der Auswahl, die ich habe. Ich habe ein Tetris-Spiel gespielt. Also das ist der Nuno und Paolo, die jetzt bei What's Your Game arbeiten, die haben ja natürlich trotzdem noch Spiele bei anderen Verlagen, und eins haben sie bei Mebo Games, also das hieß ja hier in Deutschland mal früher Mesa Board Games, aber die heißen eigentlich nur Mebo Games, und das sieht halt aus wie Tetris, und du hast so ein paar Teile in der Mitte, die so Tetris-shaped sind, und die musst du halt bei dir auslegen, und das soll aber eine Straße darstellen. Du baust halt ein Straßenfest auf und versuchst, die Leute zu dir zu locken. Und du musst natürlich Tetris-mäßig das von unten nach oben aufbauen, aber du musst gucken, weil diese Teile halt in 4 verschiedenen Farben sind, dass du Farben zusammenkriegst, weil immer wenn du mindestens 2 Steine derselben Farbe zusammen hast, dann kommt ein Besucher dieser Farbe. Und wenn du das größte Gebiet in dieser Farbe hast, dann kommt noch mal ein Pärchen, was doppelt Punktzahl bringt. Und auf der einen Seite willst du halt möglichst viele kleine Bereiche haben und auf der anderen Seite willst du aber auch mindestens großen Bereich haben für diesen Bonuspunkte. Und immer wenn du eine volle Reihe hast, kennt man ja bei Tetris, dann fällt eine Steine weg. Und in diesem Fall wird dann die Straße ein Stück länger. Und am Ende jeder der 3 Runden geht es aber nach unten und du willst trotzdem nicht drüber rennen. Spielte sich total easy, einfach, angenehm, hat mir sehr gefallen. Im Chat wird gefragt, ob Nogging the Nog. Oh, das habe ich leider nicht gespielt. Ach so. Das hätte ich wirklich gern gespielt. Das ist so im Hintergrundmäßig, der Surprise, der hat ja mal ein Spiel rausgebracht zu Ivor the Engine. Das ist so eine alte Kinder-Zeichentrickserie mit so einer Eisenbahn. Und die Macher von dieser Zeichentrickserie haben auch noch andere Zeichentrickserie gehabt, nämlich Nog in the Nog. Und der Nick Case, der auch vor Ort war als Autor, der hat halt auch einfach mal gefragt, würde gerne dazu ein Spiel machen. Das kommt im Mai oder Juni oder so, kommt es auf Kickstarter. Und das war auch der Brüller. Also alle, die das gespielt haben, waren mega begeistert. Das hat auch so einen Mechanismus, dass immer der am weitesten hinten ist, so wie bei Kraftwagen zum Beispiel, der ist als nächstes dran. Und er kann verschiedene Sachen machen. Aber das ist definitiv kein Kinderspiel. Das ist schon ein sehr, sehr gehobenes Kenner- bis Expertenspiel. Und die Spieldauer von allen, die es gespielt haben, war schon jeweils über den 2 Stunden. So als Interesse. Auf jeden Fall kann ich empfehlen, haltet mal die Augen offen, wenn das dann auf Kickstarter kommt. Für mich ist das auf jeden Fall ein No-Brainer. Das muss ich auf jeden Fall auch unterstützen. Wie hieß das? Nogging the Nog? The Saga of Nogging the Nog. Okay. Nur damit wir es nochmal wiederholen, damit, ne? Genau. Ja, und dann, die Tage vergingen schneller als man dachte.
Das waren 4 sehr, sehr kurz gefühlte Tage. Also eigentlich waren sie lang, weil man wenig im Zimmer verbracht hat. Man hat so ein bisschen gelernt, so, wenn es dann auch mal kalt ist, weil es viel regnet. Die Portugiesen haben keine Heizungen. Wozu auch, wenn es 90% des Jahres warm ist. Aber das war tatsächlich so, man ist in sein Zimmer gegangen, so oh, kalt unter die Decke und dann ist man auch gleich eingeschlafen deswegen. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall schön, ich will gucken, dass ich nächstes Jahr wieder da bin, das hat sich gelohnt. Auch für mich. Schön. Gut. Ja. Haben wir noch irgendwas? Nö, ich glaube, wir können jetzt nur noch nach dem Abspann noch ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Wir könnten noch mal kurz über das neue Logo reden, oder? Das ist eigentlich keine verkehrte Idee. Für alle Hörer, die jetzt das hören und sagen sich neues Logo, wir haben uns ein neues Logo gegönnt. Ja, wenn ihr gerade auf der Webseite unterwegs seid, solltet ihr es gesehen haben. In eurem Podcatcher sollte mittlerweile auch schon das neue Logo angekommen sein. Schaut es euch mal an. Und behaltet eure Meinung bei euch. Nein. Also wollen wir dazu noch was sagen? Also ja, wir hatten schon ein paar Diskussionen darüber, gefällt mir nicht und hin und her. Wir finden das Logo gut. Wir stehen da alle drei hinter. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Wir können ja kurz sagen, wir haben das über einen Wettbewerb gemacht, hatten, ich glaube, 30 verschiedene. 50. Stimmt, wir waren bei 50 jetzt am Ende. Und haben halt dort mit einem Designer das jetzt ausgetüftelt. Wir werden jetzt noch an der Schriftart wahrscheinlich noch mal was ändern, wenn der Daniel uns mir mal die Tipps gibt. Da werde ich mich jetzt irgendwie die Tage noch drum kümmern. Da kriegt das auch noch mal einen neuen Anstrich und dann, ja. Also ja, vielleicht noch mal die Sache, warum überhaupt neues Logo? Das alte war ja damals quasi vom Arne mit der heißen Nadel gestrickt. Das war ja schon die zweite Version. Ich hatte ja noch mal in meinen Unterlagen geguckt. Es gab ja auch noch ältere Versionen, die noch ein bisschen amateurhafter aussahen. Ja. Und nach den ganzen Sendungen, waren schon letztes Jahr da dran und da etwas aufzufrischen, etwas zu verjüngen, etwas professioneller aussehen zu wollen und das auch machen zu lassen. Und jetzt haben wir durch unsere Unterstützer das Geld gehabt und haben gesagt, okay, da machen wir es über so einen Wettbewerb. Genau, und wir haben dafür Geld ausgegeben. Genau. Aber wir sind alle drei sehr glücklich damit und wir finden, das Ganze sieht sehr, sehr stylisch aus und repräsentiert sehr wohl das, was es auch eigentlich vorher tat. Also für alle Leute, die sagen, ich erkenne darin nichts. Wir finden, man sieht den Kopfhörer, den wir auch vorher hatten und diese Figur in der Mitte dazwischen, die wir vorher schon hatten. Genau, und wir haben noch die Möglichkeit, dass jeder noch ein farbiges, also wir haben die Designvorlagen für ein, also wir hatten uns ja auch Visitenkarten machen lassen und da hatte jeder unser Logo so ein bisschen abgewandelt mit der Spielerfarbe, in der er meistens unterwegs ist. Und es gibt das Logo auch in farbig. Das ist dann aber für jeden dann speziell noch angepasst, ein bisschen bunt. Aber wir haben halt gesagt, die Website ist ja so ein bisschen reduzierter auf grau und weiß und da passt jetzt das Logo da ganz gut rein und wirkt nicht mehr ganz so plump, wie ich finde. Also was jetzt natürlich noch so ein Side-Effekt ist, und das ist natürlich, gibt es ganz viele, die sagen, naja, man sieht den Pöppel halt nicht mehr, der da doch so ein Wiedererkennungszeichen ist. Dieser Miepel war auch etwas, was uns ein kleines bisschen so ein Dorn im Auge war. Also weil halt dadurch, dass Hans im Glück natürlich da inzwischen diese Miepel-Rechte hat, ich meine, Hans im Glück wird uns nichts Böses wollen und die werden sagen, ja, mach das ruhig mal. Hans im Glück ist jetzt Hans im Glück jetzt und wir wissen nicht, was in 5 Jahren ist, ob Hans im Glück dann mal seine Meinung ändert und dann irgendwie rumkommt und sagt, jetzt müsst ihr das aber ändern. Und dann sind wir da, werden wir da ziemlich vor den Kopf gestoßen und das wollten wir einfach an der Stelle auch nicht. Genau, wir wollen dann einfach ein bisschen, es ist halt ein bisschen moderner, auch ein bisschen abstrakter, weil wir ja so Hauptthema abstrakte Spiele haben. Nein. Vor allem ich. Aber wir haben jetzt halt auch mehr Möglichkeiten, da das jetzt in jeder Größe skalierbar ist und besser anpassbar. Und wir haben damit Pläne vor. Gleichzeitig führen wir ja damit unseren Claim jetzt so richtig ein, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Den hatten wir jetzt ja auf den Bierdeckeln schon mal. Das war jetzt auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Wir haben jetzt noch so einen Unterspruch, der uns immer noch so ein bisschen gefehlt hatte, also mir zumindest. Seht ihr auf der Webseite oder wollen wir ihn kurz nennen? Sag mal. Ich soll ihn jetzt sagen. Den müssen wir uns jetzt ja, dann entscheide ich mich jetzt ja für den richtigen, für den echten. Ne? Ja. Also wir haben ja noch. Wehe jetzt, dir. Wir haben ja jetzt noch den. Jetzt muss ich kurz überlegen, was der richtige ist. Da habe ich jetzt schon einmal den falschen gepusse. Wir haben jetzt noch den unter, den ja, Claim, nennt man das Claim ja, ne? Ja. Wenn dir eine Meinung nicht genug ist, also Bretterwisser oder bretterwisser.de, wenn dir eine Meinung nicht genug ist, damit das jetzt so ein bisschen runderes Bild gibt und ja, da dürft ihr euch jetzt dran gewöhnen. Genau. Und ihr habt keine Wahl. Es geht nicht mehr zurück. Genau. Ansonsten wäre es teuer. Und unnötig. Ja. Nein, aber also denke, wie gesagt. Ich denke, damit kommt ihr auch zurecht. Die Entscheidung. Der Inhalt ändert sich ja nicht. Nee, der Inhalt sollte sich nicht ändern, erstmal. Ganz im Gegenteil. Wir holen jetzt für das nächste Patreon-Geld eine Unternehmensberatung zu uns, die uns erstmal sagt, was wir alles falsch machen, und dann entlassen wir ein paar Leute und machen nur noch Katzenvideos. Ach ja, ich hatte ja neulich noch was getwittert irgendwie, dass ich ja irgendwie Bretterwisser Plus irgendwie jetzt starten würde. Ihr habt das, also die Leute, ihr habt das falsch verstanden. Bretterwisser Plus gibt es nämlich ja schon lange. Das können wir auch noch mal kurz aufklären, wenn wir jetzt hier so Hausmeistertätigkeiten machen. Bretterwisser Plus ist ja dieses Format, was ursprünglich ja mal exklusiv für die Supporter war. Da läuft ja im Moment noch Matthias Top 100 drunter und der Blick über den Schachtelrand. Wir hätten uns ja entschieden, das denn doch frei zugänglich für alle zu machen. Und dieses Format läuft ja unregelmäßiger als die normalen Sendungen, halt meistens so Mitte der Woche, mittwochs. So ist es geplant. Und da habe ich jetzt halt auch nochmal ein neue Formatidee. Jetzt auch festgeklopft, das wird sich dann aber erst im April wahrscheinlich materialisieren, in dem Feed. Aber es wird jetzt kein Bretterwisser Plus irgendwie als exklusiv wiedergeben oder irgendwas. Also alles, was wir an Audio-Content machen oder Video-Content, ist frei zugänglich für alle. Ja, und dieses Bretterwisser Plus ist tatsächlich so ein Label oder so der Feed, wo jetzt wirklich das einfach reinkommt, was jetzt nicht in die regulären Sendungen reinpasst. Ne? So wie wir es früher hauptsächlich mit dem Bretterwisser Spezial hatten, was ja, glaube ich, wo dann Interviews, die auf Messen oder so geführt würden. Und genauso ist dieses, immer noch unter Spezial, genau. Genau, wie dieses Plus ist jetzt, kapselt nochmal alles das ab, was jetzt als Bonus-Content quasi zur Verfügung gestellt wird, was jetzt nicht essentiell ist, wie der Blick über den Schachtelrand zum Beispiel. Das ist einfach nur dieses Bretterwisser Plus. Genau, und wir probieren uns da ein bisschen auch aus, würde ich. Also ich denke mal, wenn Matthias mit seinen Top 100 durch ist, das ist ja auch irgendwann absehbar. Ich will da nicht ausschließen, dass da noch mehr folgt. Ja, unter anderem halt das, was du da jetzt gerade in der Planung hast. Genau. Was nochmal was anderes ist als dieser Blick über den Schachtelrand. Genau, das ist dann auch wieder Brettspiel-Content. Genau. Also ihr seht, wir planen da tatsächlich auch ein paar Sachen, und manchmal sind auch diese Sachen einfacher zu machen, einfach wenn nur einer von uns das irgendwie in die Hand nimmt und nicht auf die anderen beiden angewiesen ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir uns nicht mögen, weil gemocht hatten wir uns ja eigentlich noch nie, sondern das liegt einfach daran, dass es uns halt die Option gibt, da auch andere Sachen einfach zu verfolgen, die vielleicht, also wo jetzt die anderen vielleicht auch gern dabei sind, aber wo das einfach dann sich so anbietet, dass man das halt alleine macht. Ja, es ist logistisch halt einfach. Also ja, mein Aufnahmegerät kommt morgen. Also wir rüsten dafür auch nochmal, also ich oder ja, wir rüsten dafür auch nochmal auf. Das war sowieso geplant, diese Aufrüstung. Ja, wie nochmal Dank an die Supporter dafür. Ihr habt ja dann auch was davon, aber das wird halt ein internes Projekt hier bei mir zu Hause sein, und da muss ich mich dann halt nicht mit René und Matthias absprechen, und das ist dann halt, man kann sich da halt nochmal andere Dinge ausprobieren. So wie der Arne seine Videokurznachrichten halt auch alleine hinkriegt, genau. Oh, das kriege ich alleine hin, ja, so gerade. Gut, aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Jetzt, ja, durch, genau. Mein Bier, mein Bier.
Ich könnte nur eine zweite Dose aufmachen. Nein, also ja, genau. Wir danken euch für fürs Zuhören. Haben wir denn was nächste Woche? Nächste Woche weiß ich gerade auf Anhieb nicht. Ich weiß, was wir in 2 Wochen haben. Dann sag doch, was wir in 2 Wochen haben. In 2 Wochen haben wir einen Gast da und mit dem reden wir über Quizspiele. Ah. Und ich bin mir sicher, der Arne wird dann für die Sendung irgendwelche Polizei- oder Feuerwehrgeräusche reinbringen, falls wir dann irgendwelche Fragen noch irgendwie. Ja, ja. Mache ich, genau. Sehr schön. Gut. Aber wollen wir noch mal kurz den Supporter Diss machen, also nicht Diss, Werbung machen? Das darf René noch mal machen. Mute-Button aus, mit uns reden, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt habe ich zu Ende gehustet, jetzt kann ich auch reden. Ja, haben wir schon, dass du ein bisschen angeschlagen bist, kann das sein? Ja, ach was. Alles im normalen Bereich. Also, ja, das neue Logo oder Arnes neues Aufnahmegerät, das können wir alles uns leisten oder finanzieren durch unsere Unterstützer, die uns finanziell da ein bisschen unter die Arme greifen. Das machen wir möglich über Patreon, diese Unterstützerplattform, oder aber auch könnt ihr uns gerne unterstützen über eine ganz normale Banküberweisung, was wir jetzt auch angeführt haben. Damit sind wir dann quasi in der Lage, die Sachen zu finanzieren. Aber unterstützen könnt ihr uns auch genauso gut, indem ihr uns Bewertungen und Sternchen auf iTunes hinterlasst, uns auf Facebook oder auf Twitter liked und followed. Und auch auf Instagram sind wir auch da. All das hilft uns, um unseren Bekanntheitsgrad zu vergrößern, um noch mehr Leute zu erreichen, um denen auch das Brettspielen näher zu bringen. Was hatte der Guido gesagt? Wir sind in einer hervorragenden Missionarsstellung unterwegs. Naja. Oh. Mein Gott. Moment. Sowas musst du parat haben. Ja, ich brauche irgendwie noch so ein richtiges Hardware-Ding dafür. Ich muss mal gucken, ob es sowas gibt. Also nicht eine Trommel und ein Schlagzeug. Ja, egal. Ja, also. Es wird auch irgendwann dann eng bei dir im Büro, ne, wenn noch ein Schlagzeug drin steht. Genau, alle Sounds werden hier live eingespielt. Das Akkordeon ist nicht mehr hier, sehe ich gerade. Echt? Das steht, glaube ich, draußen jetzt. Aber, also nicht draußen, sondern, naja, egal. Ja. Ja. War René fertig? Ja, ne? Ja, war er. Okay, dann drücke ich mal auf den Knopf. Wir hören uns gleich wieder im Rückblick auf die Folge 11. 111, nein, 11. Sehr spannende Folge. Wer da zuhören möchte, bleibt einfach dran. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, jetzt baue ich mein Soundboard mal schnell um für euch. Und während wir hier Aufnahme machen, haben sie einen Termin für die LyraCon nächstes Jahr bekannt gegeben und ich habe schon Bock, meinen Flug zu buchen. Den du ja nicht antrittst wie nach Cannes. Cannes hattest du auch einen Flug, oder nicht? Ja, das ist schon richtig. Aber ich bin doch auch dieses Jahr nach Portugal geflogen. Ja, ich möchte jetzt mal wieder Richtung Thema überleiten. Hätte man Kapitelmarke setzen sollen. Wir hatten nämlich einen Gast. Hallo, ich bin der Ulrich Blum, Spieleautor, erster Vorsitzender der SATZ, lebe in Köln, stamme aber ursprünglich aus der Schweiz. Das war unser zweiter Gast, ne? Stimmt. Der Ulrich, erinnerst du dich damals noch an die Folge? Der war damals Vorsitzender der SATZ, ja. Das erinnerst du? Ja, erinnere ich nicht an die Folge, ne? Wenig. Du hast damit auch wahrscheinlich wenig zu tun, ja. Aber das war eine sehr spannende Folge. Wir haben nämlich über
wir hatten sie betitelt als der Autor als Marke. Spannend, das ist ganz, ganz spannend. Aber ich fange mal kurz mit den, ich biege mal erstmal kurz Richtung Spiele ab, so wie immer. Mhm. Denn ich habe ein Spiel vorgestellt von einer Marke, die spieletechnisch, naja, ich lasse es mal so stehen. Mal wieder. Genau. Frage in die Runde: Was verbindet ihr mit Carrera? Brumm, brumm. Kindheitserinnerung, Stadelbauer. Genau, Carrera steigt jetzt auch in den Brettspielmarkt ein, mit, ich glaube, insgesamt 3 Spielen. Und ich möchte heute kurz ein Kartenspiel vorstellen. Das heißt, gib Gas. Genau, ich habe über ein Carrera-Spiel geredet. Carrera ist ja das Jahr dort mit 3 Spielen in diesen Spielemarkt eingestiegen. Auch recht erfolgreich, oder? Die waren ja fürs Kinderspiel des Jahres nominiert. Matthias, erinnerst du dich daran? Ja, ja, ich erinnere mich. Da war ja das auch war natürlich nur so, dass es für den Stadelbauer tatsächlich nicht erfolgreich genug war. Ja. Der wollte mehr und dann hat aber irgendwann leider, um es jetzt mal, ja, das klingt ein bisschen fies, den Löffel abgegeben. Also da ist er leider halt verstorben und mit ihm halt leider dann auch die weiteren Arbeiten da dran. Ja, aber wenn ich mir, also ich habe den halt, ich habe jetzt nicht mehr von dem Gib Gas, das ist so ein verdecktes Kartenauslegespiel, du darfst irgendwie nicht die gleichen Zahlen auslegen. Das war das Kartenspiel, es gab dann noch das Startfrei, das war dann so ein bisschen Deckbauer-Autorennspiel und dann gab es halt die Fitz und Mietz. Das Spannende ist ja die Leute, die dort die Autorenschaft hatten, zum Beispiel bei dem Gib Gas, den Kartenspiel, Autoren waren Dale Yu, Hanno Gierke und Clemens Franz als Autoren. Ja. Und das ist eigentlich ja schon irgendwie krass gewesen. Also das ist auch so, dass die drei halt mehr oder weniger den Verlag geschaukelt haben an der Stelle. Ja, aber das ist, sind ja nicht Unbekannte gewesen. Das finde ich halt so krass. Ja, das waren dann aber auch die einzigen 3 Spiele. Die waren auch alle nicht schlecht. Also will ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist halt schade, dass es da nicht irgendwie weiterging. Also zum Beispiel bei dem großen Spiel gab es halt auch so Würfelbecher, das waren wie diese Carrera, wie heißt das, diese Gasgebedinger, wie nennt man sowas? Controller. Das ist voll, also da steckt da halt schon ein bisschen Geld wahrscheinlich auch einfach hinter. Aber, ja, du meintest halt, ne? Ist wahrscheinlich denn der Fürsprecher dafür irgendwie. Ja. Ja, aber das war schon cool. Also die waren wirklich schön und da hatten sie ein sehr schönes erstes Jahr hingelegt. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es weitergeht. Nicht nur ich. Da ist dann leider danach alles verpufft, sage ich jetzt mal. Leider. Ja. So, René hatte ein Spiel vorgestellt. Da musste ich an Ethnos denken. Aha. Und geht es hier um Tashkala? Das ist dieses Jahr in Essen rausgekommen. Wirkt von der Packung her wie ein klassisches Fantasy-Kampfspiel. Es geht also um eine Arena. Vorne ist irgendwie so ein Golem, der gegen irgendein pferdeköpfiges Wesen kämpft. Aber es entpuppt sich doch als recht taktisches und wenig, also gar nicht würfellastiges oder glückslastiges Spiel groß. Oh, Moment. Ja. Also, muss sogar kurz gerade im Chat lesen. Aber das ist so, ne? Schachtel zeigt irgendwas und das Spiel ist was komplett anderes. Ja. Das ist, und ja. Es hat mich damals auch nicht so begeistert dadurch dann damals. Ja, ich habe es dann mit Schach meets Magic verglichen. Ja. Ja, das ist ganz gut. Ja. Aber also ich meine, es ist, ich weiß nicht, ob es ein Erfolg geworden ist. Du hast auch noch, ja, es gab ja noch genug, es gab glaube ich noch 2 oder 3 Erweiterungen. Also René hat die Tschechen, ja, die haben erst letztes Jahr wieder neue Erweiterungen rausgebracht. René hat prophezeit, dass es sehr gut erweiterbar ist, was ja dann es auch das, war. Das war abzusehen, ja. Ja. Matthias hat auch ein Spiel vorgestellt, über das haben wir auch neulich erst geredet. Ja, keine Fragen zum Blueprints? Boah, das war ja einfach. Finde ich, werde ich das gut finden? Würde ich das gut finden? Du würdest das gut finden. Ich kann feststellen, ich finde das Spiel gut. Welches Spiel war das? Blueprints.
Ach, Blueprints, ich habe Blutprinz. Ja, ich auch. Der Blutprinz. Ich wunderte mich auch etwas. Nein, es ist Blueprints. Wenn ihr Blueprints im Ramsch-Ausverkauf irgendwo entdeckt, kauft es einfach. Es ist ein super Spiel. Es wird, ja, was denn? Du hast doch, ja, es wird doch irgendwo immer mit. Ich finde es immer noch hervorragend. Ich glaube, bei Milan-Spiele oder sowas, da gibt es das irgendwie schon seit einem halben Jahr für irgendwie 5,90 Euro oder sowas. Und dafür ist es ja wohl. Aber noch was Spannenderes, was abseits des Spiels direkt war, sondern verlagsmäßig. Aber ja, das würde dir auf jeden Fall Spaß machen. Also wenn es dann mal auf Deutsch vielleicht auch rauskommt, nachdem Siemen jetzt, weiß ich nicht, ob die jetzt den Markt selber bedienen wollen oder ob sie da irgendeinen finden, der das für sie rausbringt, muss man machen. Die sind so ein bisschen in der Schwebe in Deutschland, oder? Irgendwie, ich glaube, Pandemie haben sie jetzt selber auf Deutsch rausgebracht. Also wahrscheinlich, vielleicht bringen sie dann Blueprints auch selber auf Deutsch raus. Hatten sie aber nicht zu essen. Keine Ahnung, warum. Siemen Games? War damals schon, da war Siemen Games noch Siemen Games. Hatte damals natürlich aber schon viele Kooperationen, auch die mit Asmodee. Und entsprechend, da hat sich in dem Sinne wahrscheinlich schon einfach was angekündigt, sage ich jetzt mal. Ja, das war doch mal so der Verlag, der heiße Scheiß war, oder nicht? Siemen war tatsächlich, der hat irgendwann mal den Punkt erreicht, wo in Amerika das verkörpert hat, was davor Rio Grande war. Also Rio Grande ist ja damit groß geworden, dass all die coolen Spiele, die um die Jahrtausendwende so rauskamen, die kamen bei Rio Grande nach Amerika, weil die einfach gesagt haben, ja, das muss ja hier auch im Markt verfügbar sein. Und was denn und, Cool Mini or Not geworden ist, so ungefähr, ne? So vom Image her. So. Ja, also der Punkt ist, Rio Grande hat dann irgendwann auch angefangen, selber Spiele zu machen und irgendwann war dann der Punkt, so, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, die Sachen zu importieren, der macht nur noch selber Spiele. Dominion war ein großer Erfolg, der ihm das auch ermöglicht hat. Und dann hat halt Siemen das gemacht. Also Siemen bringt die ganzen bringt das Carcassonne in Amerika raus und die ganzen Spiele von anderen Spielern von Hans im Glück und auch von vielen, vielen anderen Verlagen. Und damals waren es halt so viele Verlage gab es in Amerika nicht und die haben natürlich dann entsprechend eingesammelt. Inzwischen gibt es ganz, ganz viele Verlage. Stronghold Games hat dann irgendwann angefangen, genau nach diesem Prinzip das zu übernehmen, während Siemen sich dann doch wieder auf seine eigenen Sachen gestürzt hat. Es bewegt sich so. Und ich meine, jetzt hat Stronghold Games auch erste Mitarbeiter eingestellt. Müssen wir damit rechnen, dass die vielleicht tatsächlich auch eigene Spiele rausbringen und irgendwann aufhören, weniger aus Europa reinzubringen, dann wird irgendein anderer auftauchen, der genau das macht, sage ich jetzt mal. Ja, es, irgendwie letztes Jahr ging irgendwie darum, dass wie heißt der von Stronghold Games, der Stephen Banacqua, dass der gesagt hat, er macht das jetzt hauptberuflich, der war auch so, was? Okay. Der hat das bis jetzt nicht hauptberuflich gemacht. Genau, irgendwann im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob es 2017 oder 2016, der hat es irgendwie beim Dice Tower gesagt, er macht es jetzt hauptberuflich. Ja. Und der hatte einen Job an der Wall Street, um das mal als Vergleich zu sehen. Ach so, okay. Ja, dann kann ich das verstehen. Dann hat man wahrscheinlich andere Ansprüche. Aber unser Gast hatte auch ein Spiel vorgestellt. Matthias wird das wahrscheinlich sehr bejahen gleich. Das Ganze macht sehr große Laune, ist von 2 bis 5 Spielern, wobei ich aber sagen würde, je mehr, desto besser. Und ich bin der Meinung, dass so unscheinbar es ist in Gestaltung und Schachtel und überhaupt, ich glaube, das hat das Potenzial zu einem Klassiker. So, jetzt hat er gar nicht gesagt, welches Spiel das ist, ne? Ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich stehe mit dem Spiel noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich musste auch heute gucken, ob ich es noch da habe. Es ist so eine grüne Schachtel. Eine kleine grüne Schachtel. Kleine grüne Schachtel. Bei grün denke ich jetzt sofort an Friese. Hat eine blaue Ecke in der Ecke. Also ein Ravensburger. Es ist ein Tier vorne drauf. Ach komm, Arne, sag's. Das Tier, was vorne drauf ist, ist auch im Namen drin. Es ist ein Kartenspiel. Du magst es. Ich mag es nicht unbedingt. Kriegst es nicht von Ravensburger. Verflixt. Also nee, nicht verflixt. Wie heißt das hier? Verfluxt? Abluchsen. Abluchsen. Abluchsen ist doch cool. Immer noch cool. Ich habe heute gedacht, jetzt spielst du es doch nochmal. Das ist grandios, das Spiel. Ja. Ist es ein Klassiker geworden? Weiß ich nicht. Aber das waren jetzt die Spiele. Du hast jetzt gesagt, Abluchsen ist super und dann drücke ich mal weiter. Es ging nämlich
Und Thema hatte ich ja kurz schon gesagt, Autoren und Marke, / Handschrift. Insgesamt geht es mir aber nicht nur um die Marke, sondern eigentlich noch eher um Handschriften. Also die Frage, braucht ein Autor eine Handschrift und wenn ja, wieso? Das war die große Fragestellung der Sendung. Und jetzt geht es noch mal kurz zum, der Ulrich hat nämlich was zu dem Jurypreis gesagt, den er ja auch gewonnen hatte, also dem Förderpreis der Jury, Moment, wie heißt der? Richtig, Förderpreis der Jury Spiel des Jahres heißt der richtig, der in Göttingen immer verliehen wird. Das ist doch der Preis, oder? Ja. Das Stipendium, und er hat einen, naja, Aufruf, aber er hat es nochmal klargestellt, was dieser Preis für ihn bedeutet hatte. Der Preis der Jury ist eine ganz, ganz grandiose Sache. Allen, die versuchen, hier irgendwie auf der Autorenseite in die Szene zu kommen, kann ich das wärmstens empfehlen. Der eigentliche Preis ist, dass man 4-5 Praktika von einer Woche oder kürzer kriegt bei Verlagen, Autoren, im Laden, irgendwelche Schulungsveranstaltungen und so weiter. Das ist der eigentliche Preis, da kriegt man auch ein bisschen Geld für Fahrtkosten und so weiter. Der wirkliche Preis ist aber, dass ein großer Teil der Leute in der Szene von diesem Preis Notiz nehmen und tendenziell deinen Namen kennen. Genau, du wirst einfach durch diesen Preis sichtbar wahrscheinlich einfach. Das kann ich aber bestätigen. Also wenn man mal guckt, wer da alles den Förderpreis schon gewonnen hat. Und da gibt es natürlich welche, die das... Sag ich jetzt mal, klar, da gibt es welche, die das jetzt nicht so verfolgen wie andere. Aber die Sophia Wagner, die wir ja dann auch in eine Sendung eingeladen hatten, die hat ja wirklich da einiges rausziehen können. Also die versucht sich tatsächlich hauptberuflich als Autorin. Das hat sie sich schon die Fahne gehängt, bevor sie irgendwas hatte. Ihr Name ist weltweit bekannt. Auch durch dieses Noria, also die Leute sagen einfach, ja natürlich, die Sophia Wagner, die hat diesen Preis. Sie wird auch in einem amerikanischen Podcast vorgestellt mit, hey, sie hat dieses Stipendium gewonnen. Also dieses Stipendium hat tatsächlich einen gewissen aber Raum inzwischen. Aber sie brennt auch dafür so, ne? Also es gibt ja auch Preisträger, die so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schüchterner sind, vielleicht ein bisschen zurückgenommen und ihren Hauptberuf wahrscheinlich ein bisschen anders pushen. Aber sie hat ja wirklich gesagt, ich will davon leben. Sie will davon leben. Ich meine, der Michael Lu, der möchte das auch gerne. Der hat jetzt mit Rob and Run hat er tatsächlich ein schönes Spiel rausgebracht, was mir sehr gefällt. Die Jeanette Kneisel und die Karin Hettling, die haben ja auch schon einige Spiele. Naja, und der Ulrich Blum ist auch hauptberuflich. Er hat es gesagt, dass er hauptberuflich Spieleautor ist. Ist er auch. Ist er immer noch. Ist er immer noch, gut. Ich meine, der Marco Teubner war einer, der das Stipendium gewonnen hat und der hat ja auch schon Kinderspiel des Jahres gewonnen. Die Karin Hettling war schon zweimal nominiert. Das ist schon etwas, was einem wirklich was öffnet, weil es einen weiterbringt und es gibt natürlich leider auch ein paar Leute, die dieses Stipendium gewonnen haben, die haben daraus noch nichts gemacht, sage ich mal. Die sind leider genauso schnell wieder mit ihrem Namen verschwunden, wie sie gekommen sind. Aber die meisten haben wirklich da einiges rausgeholt. Wie ist denn das, jetzt biegen wir kurz nochmal als Verlagsvertreter, der du ja dort auch bist, guckst du auf diese Stipendiaten, davon gibt es, nicht Stipendiaten, auf die, wie heißt das, Bewerber oder Nominierten, gehst du denn da auf jeden Fall zu denen hin oder... Also wir können ja kurz sagen, diese Spieleautoren-Treffen in Göttingen ist halt in der Stadthalle. Da sind ziemlich viele Leute, also Nachwuchsautoren. Ungefähr 200 Stück. Ja, und du kannst halt als Verlagsvertreter dort gar nicht alles überblicken, so wie ich das halt mitbekommen habe. Aber stehen die für dich denn trotzdem nochmal im Fokus? Nein. Also. Und das liegt jetzt aber, also da bin ich aber wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also ich weiß, dass bei vielen Verlagsvertretern, dass sie sich die auf jeden Fall angucken und da auch einen Blick drauf werfen, weil die sind ja durch eine Vorauswahl schon mehr oder weniger auf diese Position gekommen. Und sie haben die sind ja in der Halle, dass die einfach so aus dem Nichts gegriffen werden, sondern die kommen ja, die versuchen sich darauf zu bewerben und dann wird Samstag früh bekannt gegeben, okay, folgende Leute sind für dieses Stipendium dann nominiert und dann sitzen die 5 Leute da auf diesen festen Plätzen. Auf den 1A-Plätzen.
Genau, jeder Verlagsvertreter weiß auch, an den 5 Plätzen, da sitzen die, die dieses Stipendium versuchen zu gewinnen. Und da müssen wir mal gucken, was es da gibt. Das ist aber auch natürlich durchwachsen, je nach Jahrgang und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich mir auch schon einiges angeguckt, aber ich habe da jetzt wirklich für mich persönlich noch keinen Blick drauf geworfen, weil ich dann einfach doch zu viele andere Sachen mache. Und gerade in den letzten Jahren ist mir auch aufgefallen, dass ich von den Leuten so schnell an irgendwelche Tische gezogen werde, dass ich auch zum Teil nicht die Zeit habe, mich an die Tische zu setzen. Ja. Ja. Gut, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen. Aber er hat da auch nochmal gesagt, also wer was erreichen, bewerbt euch auf dieses Stipendium. Also wenn ihr da wirklich vorwärts kommen wollt, dann hilft das sehr. Auch wenn ihr wahrscheinlich nur nominiert seid. Also ihr geratet genau. Schon so ein bisschen mehr in den Fokus. Ich meine, der Brettspiellabor Manu, der hat ja auch, der war auch mal nominiert. Ja. Der hat es dann halt nicht geschafft, aber er hat dann halt trotzdem irgendwie. Der ist jetzt kein Unbekannter für die Verlage. Die können auch mit dem Namen was anfangen. Oder hier von Herrn Kloster, die Ehefrau, die ist ja auch in dem Bereich. Die haben ja auch schon, hat auch schon zwischen ein paar veröffentlichte Spiele. Sie war auch nominiert, hat in ihrem Jahrgang nicht gewonnen, aber auch mit ihrem Namen kann man was verbinden. Ja. Also auch das bringt schon was. Genau. Ihr seht schon, heute stehen die Autoren so ein bisschen im Fokus oder standen. Stehen sie ja immer noch, aber jetzt im Rückblick. Genau. Und wenn es jetzt diese Autoren gibt, dann muss ich mich fragen, wieso nutzen die Verlage das nicht für sich als Werbung? Zwei Positivbeispiele auf den Schachteln von, wie heißt das nochmal, Norderwind von Klaus Teuber und Speed Cups von Haim Schafir haben die Verlage jeweils einen Hinweis angebracht bei Norderwind von dem Autor von Siedler von Catan und bei Speed Cups von dem Autor von Halligalli. Genau. Es ging halt irgendwie, wie man Autoren noch als Marketing oder wie man die besser vermarkten kann. Und da gab es dann noch eine Aussage. Ist das denn wieder ein rein deutsches Problem? Schaffen das die Amis besser? Nee, ich glaube nicht. Die haben dieselben Probleme. Das, ja. Also, ich sag mal, in Vielspielerkreisen kommen wir teilweise dahin, dass die Leute tatsächlich ganz bewusst nach Werken von suchen. Also für mich persönlich ist es zum Beispiel, Martin Wallace kann jeden Mist, kann eine Klopapierrolle mit einem Spiel bedrucken und ich würde es mir anschauen. Wow. Ich werde es vielleicht dann nachher nicht mögen, aber ich werde es mir anschauen, ganz sicher. Das sagte er und ein Martin-Wallace-Spiel ist bei Kickstarter gerade aktiv, oder wie war das? Ja, für den Schwerkraftverlag im Deutschen. Also, und die Leute gucken drauf, weil Martin-Wallace ist tatsächlich eine Marke. Genau. Ein anderer, der mir jetzt einfällt, und das ist vielleicht tatsächlich einer, der jetzt den meisten von euch nicht sagt, Sebastian Pochon, sagt euch der was? Ja, war gestern bei mir zum Abendessen. Nein. Genau. Der hatte 2005 diesen Stipendienpreis gewonnen. Der ist dann, das ist ein Schweizer, mit dem hatten wir auch schon mal ein Interview. Den hatten wir tatsächlich vor dem Mikro. Jetzt könnt ihr überlegen, wann das war. Spiel des Jahres? Ja. Der ist nämlich aus der Schweiz. Der hat dann einen Verlag gegründet, der heißt Gameworks. Und der ist unter anderem Mitbegründer von den Space Cowboys. Den hatten wir vom Mikro, als wir über Time Stories vor Ort dann geredet haben. Okay. Auch sowas hat mal diesen Preis da gewonnen. Und der hat einiges damals so was, vor gerade mal 13 Jahren gelernt. So jemand, ne? Nicht sowas. Ja, das ist natürlich, das klingt jetzt böse, als es gemeint ist. Ja, ja. Genau, aber das also ich meine, gut, das ist vielleicht auch noch ein Ausnahmetalent. Der hat ein Jahr, nachdem er diesen Preis gewonnen hat, 2006, war er schon nominiert für Spiel des Jahres mit Isfahan. Also von da aus gesehen. Ich schmeiß mir mal wieder eine These in den Raum. Ja. Ich finde es halt schwierig, es gibt halt die Kenner, sage ich jetzt mal so, die Vielspieler, die in der Szene drinstecken, die können mit Autoren was anfangen. Also, die wissen, wer ein Kramer ist, die wissen, wer ein Feld ist, wer ein Rosenberg ist. Jetzt aber die Käufer, die in Karstadt gehen, sind wir wieder beim Karstadt-Käufer, sage ich mal so, oder beim Normalspieler. Ich glaube, dort ist vielleicht der Verlag wichtiger.
behaupte ich jetzt mal so. Die brauchen das Verlagslogo, die brauchen die Ravensburger Ecke, das Pegasus-Pferd, um dort vielleicht eine Linie, eine Marke zu erkennen. Und ich musste sofort an diese Plan-B-Geschichte denken, die halt ihr Verlagsprogramm in drei, vier verschiedene Untermarken aufsplitten, um halt eine stringente Marke wahrscheinlich einfach zu platzieren. Ja. Das ist wahrscheinlich für die Verlage wichtiger als der Autor, oder? Weil die Autoren sind ja bewegliche Objekte, die zwischen den Verlagen ja hin und her wechseln können ja auch. Wir hatten auch in der Sendung über Klaus Teuber noch geredet, der ja mehr oder weniger exklusiv bei Kosmos verlegt. Mittlerweile. René ist gerade gestorben. Ja. Ich meine, du hast nicht Unrecht damit. Das ist für die Verlage wichtig, aber ich glaube tatsächlich, das ist halt nicht nur für die Verlage wichtig und das erlebe ich halt persönlich selber auch. Weißt du, ja. Jetzt schweife ich wieder ab. Also tatsächlich für die Spieler ist das tatsächlich auch ein Ausschlaggebend. Die gucken genauso, was ist das neue Hans im Glücksspiel, wie was ist das neue Rosenberg-Spiel. Da haben wir nochmal einen Vergleich zum Buchmarkt gezogen. Aber wieso ist es so? Ich meine, dass sie dazu in der Lage sind, also das liegt ja nicht an deren Gehirnkapazität oder was weiß ich. Also wenn man den Buchmarkt anschaut, ist gerade bei diesen Blockbustern oft der Name des Autoren sogar größer als der Titel des Buches. Weil da die Autoren so zentral in der Vermarktung benutzt werden. Ja. Ganz krass finde ich jetzt ja, wenn man an dieses Safe House von Moses zurückdenkt aus Essen, wie groß steht da der Name Sebastian Fitzek drauf und wie groß steht der Name Marco Teubner drauf? Ja. Ne, da, klar, beim Buch ist man das gewohnt, dass der Name mittlerweile vom Autoren sehr groß manchmal da draufsteht. Und bei den Fitzek-Büchern ist das, glaube ich, auch echt so. Oder? Naja, es ist dann natürlich auch so eine Corporate Identity-Geschichte, damit man das so wiedererkennungswert und aber muss man. Wobei man zugeben muss, dass im Buchbereich zum Teil das Titelbild nur noch aus irgendeiner schnörkeligen Illustration besteht, wo die in erster Linie dafür dient, dass da dicke, fette Buchstaben drauf sind und du brauchst ja nicht mal ein Titelbild mehr heutzutage, sage ich jetzt mal. Das ist auch geschickt gemacht gewesen vom Moses Verlag, dass Sebastian Fitzek so groß auf die Spieleschachtel zu packen, weil das natürlich auch nochmal hilft, an Nichtspieler zu verkaufen. Ja. Und im Filmbusiness ist es auch nicht anders. Da heißt es so hier, der neue Film mit George Clooney oder Tom Cruise oder mit sonst irgendwem. Und der Name des Schauspielers steht dick und fett drauf, zum Teil größer als der Name des Titels des Films. Und das war bei Filmen auch mal anders. Also ich weiß, bei Filmen, das war damals noch in den 30ern oder sowas, da stand halt wirklich dick und fett der Titel. Das waren Zeiten, wo der Waschzettel am Ende noch am Anfang des Films war. So lange ist das her. Ja, also das war schon, aber ja, das ist so diese Marketinggeschichte. Also, wir hatten gar nicht gesagt, wie wir da auf dieses Thema gekommen sind. Also der Ulrich hatte auf dem Spiel des Jahres Juryabend zur Messe eine kurze Rede gehalten, wo es zu dem Thema ging. Das wollte ich jetzt nochmal kurz in Kontext setzen. Genau, aber zu diesem Thema ist er gekommen, weil der Tom Felber in einem Spielbox-Beitrag darüber geschrieben hatte. Genau. Und sich das gewünscht hatte. Genau. Und das hatte der Ulrich Blum aufgegriffen und hat daraus einen kurzen Vortrag. Genau, aber viel wichtiger war ihm auch noch die Handschrift. Gut, lass uns zur Handschrift kommen. Die Handschrift. Das ist jetzt eigentlich, also weil die ganze Markendiskussion kann ja erst stattfinden, eben wenn ein Autor mehrere Spiele hat, die sich an eine ähnliche Zielgruppe richten und die auch für den Spieler letztlich wiedererkennbar sind. Und da ist für mich halt als Autor eine viel interessantere Frage, brauche ich eine Handschrift oder, also ich meine, aktuell haben wir den Zustand, dass ich kann alles rausbringen. Ich mache heute das und morgen dieses und übermorgen jenes. Brauchen Autoren eine Handschrift? Verkaufe ich der Königin ihr Kind. Genau.
Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Also, da geht's. Also, der Knizia hat ja irgendwann, hat er sich tatsächlich mal so eine Handschrift angeeignet. Stopp. Knizia später. Merkt. Okay. Weil wir dazu auch noch was haben. Wir hatten auch zum Beispiel über die großen Schwergewichte Uwe Rosenberg, Feld und Schwarthiel geredet. Schwarthiel fällt da jetzt mittlerweile so ein bisschen raus, ne? Ja, aber das liegt einfach daran, dass er tatsächlich geschafft hat, also sich diesen Namen, ich meine, er hat halt auch mit diesen Schwergewichten angefangen, das war seine Handschrift, und irgendwann hat er einfach festgestellt, er hat auch Bock, er kann's andere brechen. Spiele zu machen, und es ging, weil er einen Namen inzwischen hatte. Genau, wir hatten auch über Stefan Feld geredet, und dort haben wir auch gesagt, also er wäre jetzt auch bereit, dieses Image zu brechen, dieses ich mache nur Schwergewichte oder ich mache eine Art von Spielen. Es wurde nämlich auch gesagt, dass, Moment. Und ich glaube auch in dem Moment, wo ich mir diese Frage intensiver stelle, komme ich automatisch davon ab, dasselbe zu tun wie alle anderen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste daran. Ich glaube, das ist auch das, was Tom Felber damit meinte. Wir haben aktuell ganz, ganz viele Spiele im Vielspielerbereich, die alle im weitesten Sinne dasselbe tun. Haben wir das immer noch? Viel, ne? Viel. Wir haben viel im Vielspielerbereich, was anscheinend immer dasselbe tut. Es wird ein bisschen variiert. Ich könnte auch immer noch genauso sagen, Renés Dungeon Crawler sind für mich auch alles und das alle das Gleiche. Ne? Das ist dann halt eine. Das ist halt, wenn man keinen Blick auf die Details. Also sag mal, René, von wie vielen deiner Ameritrash-Spiele kannst du die Autoren nennen? Eric Lang. Ich glaube, dann hört es langsam auf. Cory Konietzka. Ja. Wenigstens bei Gloomhaven weißt du es doch hoffentlich. Ja, Isaac Childress. Ja, wenigstens. Das ist aber schon aber tatsächlich dünn. Ja, wobei da tatsächlich wichtiger fast der Verlag ist. Weil zum Beispiel bei Fantasy Flight achte ich, also ist es eher so, da ist es, glaube ich, ja die Teamleistung oder die Verlagsleistung, da ist ja nicht nur der eine Autor dran beteiligt. Da sind ja so viele Leute mit auch dran beteiligt bei so einem Spiel, das aus dem Verlag kommt, wo du dann ja mehr auf den Verlag als auf den Autor guckst. Also ich. Ja. Aber das ist, also ich meine, das ist halt so die Sache, das ist, ich glaube, es gibt halt Leute, die sagen, ich bin halt diesem Verlag treu, weil ich schätze, was der an Development-Arbeit reinsetzt. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin halt diesem Autor treu, weil ich dem seine Designideen mag. Und ich meine, so ein Uli Blennemann, der kann als Verlag inzwischen auch als Marke bestehen, weil er sich entsprechend was aufgebaut hat. Und trotzdem gibt es daneben halt die Autoren, die halt sich auch was über diesen Stil aufgebaut haben. Und ich glaube, ein Autor, der hat es dann auch einfacher zu sagen, ich habe mir was aufgebaut, ich kann aber da rausspringen. Und um jetzt den Stefan Feld zu sagen, kann halt dann auch einfach mal ein und Tschüss-Spiel machen, so ein Shit-Happens-Spiel bei Queen Games, was dann so ein einfaches, gefühltes, partyartiges Spiel ist, was überhaupt nicht zu einem Stefan Feld passt. Aber weil es bei einem anderen Verlag ist, dann ja. Aber, also ich meine, um jetzt mal wieder Knizia anzuführen, der ist ja damit, also der sagt ja irgendwann, also ihm geht es ja vor allem darum, dass er halt auch Spiele bedient jetzt in einer Zielgruppe, wo er, ich würde es jetzt mal nicht böse formulieren wollen, wo er auch wirklich Geld verdienen kann. Weil er ist ja in dem Sinne nicht ein Alleinautor, sondern der hat tatsächlich auch ein ganzes Team von Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Knizia macht keine Hardcore Euphrat und Tigris mehr. Als er die gemacht hatte, hatte er Bock drauf gehabt und da war er noch Angestellter bei einer Bank. Inzwischen ist er halt nur noch hauptberuflich Spieleautor und auch nicht mehr mal mehr in England, sondern mit einem anderen Team jetzt in München. Und da ist natürlich dann, da muss das alles dann auch im Cashflow stimmen, sag ich mal. Und ist das jetzt verwerflich? Nein. Aber es wird immer so gesagt, so, oh, der müsste mal wieder. Ja, die Leute haben halt an der Stelle die Erinnerungen und sagen sich so, denn der hatte sich einen Namen aufgebaut vor vielen Jahren über diese Spiele, die so cool waren, und diese wünschen sie sich wieder zurück.
Und ich könnte mir vorstellen, wenn er heutzutage so ein Spiel machen würde, dann würde er auch an Verkaufszahlen von damals ranreichen oder noch drüber kommen, weil die Spielergruppe für genau diese Schicht auch größer geworden ist. Ja, aber ich glaube, dummerweise ist natürlich die, für die er jetzt was macht, noch viel größer. Genau, sodass sich also da das für ihn halt immer noch mehr lohnt. Von dem Eldorado hat er bestimmt mehr verkauft als von Euphrat und Tigris. Okay, ja, das war natürlich international Longtail-mäßig. Ja, okay, das war jetzt, weil ich es vorhin beim Brettagogen im Podcast gehört habe, deswegen war mir das noch so im Hinterkopf. Ja, aber die zum Beispiel das Battlelines, das momentan bei einem Wargames-Verlag wie GMT ist, da hat er auch über die Jahre bestimmt einiges verkauft und wie hieß das eine Spiel, das den à la carte gewonnen hatte? Das ist inzwischen in der 7. Auflage bei einem 10. Verlag. Das ist also auch etwas, wo er natürlich ordentlich was dran verdient hat. Und das müssen die neuen Spiele einfahren, aber die werden natürlich schon mal mit einer größeren Grundauflage hergestellt. Und dann gibt es immer noch Modern Art. Und dann gibt es ja Modern Art zum Beispiel. Das ist ein Bestseller für ihn. Das ist jetzt mal kurz irgendwie in 12 Versionen rausgekommen oder so. Aber ich will mal wieder nochmal zum Rückblick, damit wir hier mal durchkommen. Der Uli meinte, Autoren. Ach nee, wie war es? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Hinterkopf. Ich spiele es einfach mal ein. Ja, also das ist jetzt ein schwierigerer Prozess. Also vielleicht ganz konkret Fragen, die ich mir gerade stelle, sind, wie erzähle ich eine echte Geschichte? Also nicht ein themenstarkes Spiel, da gibt es viele gute Sachen, aber sondern wie erzähle ich eine Geschichte mit Dramaturgie und klassischen Drehbuchsachen so? Wie kriege ich das hin in einem Brettspiel? Solche Fragen stellen. Ohne gleich wie Andor auszusehen. Wisst ihr, was mir da sofort in den Kopf gekommen ist? Welche Art von Spielen? Die wir momentan Stories? Haben, die Legacy-Spiele? Ja, Legacy, diese Legacy- und Time-Stories-Geschichten, diese Einmal-Verbrauchsspiele. Ja. Das ist da so. Die gab es damals, ja einfach noch nicht so. Also, okay, vielleicht Sherlock Holmes irgendwie und aber halt sowas wie diese Legacy-Spiele. Obwohl doch ein Risk Legacy. Das gab es schon, aber das war noch keine Story. Das war, ja, genau. Aber so ein Pandemie Legacy oder so ein Charterstone, wo halt eine durchgehende Geschichte irgendwie erzählt wird. Oder jetzt Queen's Day wahrscheinlich, denn wir vermuten, aber das ist halt sowas Neues, was halt aufgekommen ist und wo halt einfach der, ich weiß ja nicht, diese, wer schreibt denn die Geschichte von so Pandemie Legacy? Schreibt die Rob Davio? Oder gibt es da auch noch eine Redaktion, die das irgendwie dann schreibt? Ich meine, entwickelt der denn nur die Mechanismen? Oder ich meine, irgendwer muss doch die Story auch schreiben. Also in dem Fall weiß ich bei Pandemie Legacy, die haben der Rob Davio und der Matt Leacock auch mitgeschrieben. Beim Rise of Queensdale weiß ich, da haben sich Inka und Markus Hilfe noch rangeholt von jemandem, der denen geholfen hat dabei. Ich meine, das muss ja dann auch irgendwie noch. Das muss auch gemacht werden. Aber ich fand das halt so ein Vorausblick irgendwie auf die Legacy-Spiele, fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Ansonsten gab es noch was Politisches. Dass man das Spiel, das Brettspiel überhaupt ernst nimmt. Also im aktuellen Koalitionsvertrag war absurderweise stand drin, irgendwie zu spielen, stand halt irgendwas von digitalen Spielen drin. Das ist ja schön und gut, dass das da drin steht. Ich finde digitale Spiele toll. Aber das war's halt, also der Begriff Spiel wurde fest mit digitalem Spiel verknüpft. Und das halt ich glaube, 3000 Jahre alte Kulturform oder sogar noch ältere Kulturformen wie das Brettspiel einfach ignoriert wird auf breiter Basis, das ist halt schon problematisch und da versuchen wir gegenzusteuern, aber das sind dicke Bretter. Wir sind noch nicht wirklich weiter, oder? Nein, leider nicht. Leider 4 Jahre später nicht. Immer noch nichts passiert. Neuer Koalitionsvertrag, niemand hat ihn gelesen. Doch, bei Neusprechfunk hat jemand gelesen, hat ihn brav sprachlich auseinandergenommen. Ja, aber ne, falls jemand eine Podcast-Empfehlung braucht, um wieder was anderes zu hören. Kulturgutspiel, da ist es gefühlt nicht groß vorwärts gegangen. Nee. Ansonsten schmeiße ich noch ein Fazit in die Runde. Ja, was mir wirklich wichtig ist, ist diese Fragestellung. Und das kann dann zu einer Handschrift führen, weil man eine größere Fragestellung hat, die sich über mehrere Sachen hinwegzieht. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass ich mir für jedes Spiel eine andere Frage stelle. Mhm. Und
bei der Handschrift ist halt noch der zusätzliche Vorteil, den ich sehe, dass das auf Verlagsseite wiederum dann Autor auch zur Marke werden kann und dann auch öffentlich auch anders präsentiert werden könnte. Aber dazu muss der Autor natürlich erstmal Spiele liefern, die überhaupt das Potenzial haben, diese Reihe quasi erkennbar zu machen. Aber sind wir da weiter? Auch nicht wirklich, oder? Nee. Da aber das, halt ich merke, das war eine richtig starke Folge, weil das war eine, die, also, der Ulrich ist ja grandios gewesen in dem, was er da alles von sich gegeben hat. Ach, ich habe, das sind jetzt nur, also ich habe jetzt, ich mache mir da immer Notizen, was ich jetzt da rausschneiden soll und es war noch nie so lang. Also ja. Wer sich jetzt dafür den nochmal interessiert, hört euch bitte diese Folge an, auch gerade wenn ihr irgendwie selber Spiele am Entwickeln seid. Also das, die Folge ist echt gehaltvoll gewesen und die hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm. Und es, ja, aber es zeigt, dass da irgendwie aber sich auch nicht viel bewegt hat, oder? Ja, ein bisschen was hat sich schon bewegt, aber noch nicht so viel. Vielleicht ist auch der Punkt, dass wir immer noch in der Fragestellung sind und die Frage noch nicht so definiert haben, dass wir das schaffen, eine Antwort zu finden. Also einfach warten. Ja, es gibt halt irgendwie diese, die Handvoll Autoren, die als Marke jetzt funktionieren. Du hast halt vorhin auch einmal Rosenberg fallen lassen. Dort hätte ich jetzt auch noch einen Einspieler, den lasse ich jetzt mal weg, weil aber braucht man eine, das ist halt die Frage, ob ein Autor so eine Linie braucht. Uwe Rosenberg hatte ja seine Linie. Ach, ich spiele es jetzt einfach doch nochmal ein, damit es passt. Ich will damit nur veranschaulichen, was sich Fragen stellen heißen kann. Uwe stellt sich ganz, ganz, ganz intensiv offensichtlich die Frage, wie kriege ich diesen Anhäufungsmechanismus? Wie kriege ich da was raus? Wo ist, was kann der? Was macht der? Wie kann ich den anders jetzt mit diesem neuen Rondell, mit dem Zeiger? Und er dekliniert das durch. Das war nämlich noch der Prä-Puzzle-Uwe. Ja. Und von diesem Anhäufungsrondell ist ja, glaube ich, auch nur dieses Glasstraße rausgekommen, ne? Ja, da ist der Schwarzwald ist noch in der Entwicklung. Also man merkt so richtig, dass der auch noch nicht fertig ist. Wir hatten das ja in dem Interview, das ich mit ihm geführt hatte, der hat ja auch nicht die Zeit, die er dafür haben möchte, um all seine Ideen irgendwie zu verwickeln. Also der hat ein Spiel noch in der Mache, das heißt Schwarzwald, das soll dieses Glasrot weiterführen mit drei Drehrädern und so. Oh, Feier. Also da ist einiges, was. Ja, aber man, es ist ja wirklich bemerkenswert gewesen, dass er dann irgendwann den Schalter umgelegt hat. Okay, jetzt machen wir ein Patchwork, so ein Puzzlespiel, das deklinieren wir jetzt auch nochmal weiter. Und ne? Da ist er noch nicht durch. Und da ist er ja, das ist ja auch angekündigt, dass diese Trilogie aus Cottage Garden, Indian Summer und ich weiß nicht, wie das dritte denn heißt, ob das schon einen Namen hat, aber das können aber auch nur wenige diesen so eine Handschrift denn wirklich auch bei den Verlagen wahrscheinlich durchsetzen. Vielleicht geht auch viel dieser Handschrift einfach auch bei den Verlagen flöten. Dass da viel dran. Die kommen dann mit ihrer Verlagshandschrift. Genau, die kommen dann mit ihrer Verlagshandschrift und dann wird da drin rumgekrickelt, um jetzt bei der Schrift zu bleiben. Ja. Ja. Lass uns ein Schleifchen drum machen. Genau, ist echt eine super Sendung gewesen. Also ich hatte echt viel Spaß und wie gesagt, wenn euch das jetzt irgendwie noch so doch nochmal so interessiert, die kann man auch immer noch gut hören. Hört euch die an, Bretterwisser Nummer 11, Autoren als Marke. Der Gast war der Ulrich Blum, der damalige Vorsitzende der SATZ, der Spieler-Autoren-Zunft. Ich weiß gar nicht, der ist ja dann wieder, hat ja dann wieder. Naja, du bist für 2 Jahre Vorsitzender. Also in der Zwischenzeit gibt es schon wieder 2 neue und dieses Jahr im Sommer kommt schon wieder der nächste. Also. Genau, aber den Ulrich, der ist ja auch noch, um nochmal kurz den Bogen. Der macht, glaube ich, macht er immer noch diese Tiptoy-Geschichten? Hat damals viel für Tiptoy gemacht? Der macht immer noch viel, also Tiptoy, glaube ich, war gerade nicht, aber der macht immer noch viel mit Hybrid-Geschichten. Er hat sich so als Hybrid-Autor so ein bisschen etabliert, hat er gesagt. Ja. Na gut, dann wünschen Sie, oh Gott, war ja nur eine kurze Sendung heute, 2,5 Stunden. Ja. René darf jetzt mal abmoderieren. Ohne Hustenanfall. Ohne Hustenanfall. Hast du gut gemacht, René. Tschö. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.